So, meine lieben Freunde, ein paar technische Schwierigkeiten, aber X ist einfach noch nicht so weit. Die brauchen mal eine anständige Streaming-Software. Wenn die kommt, wird das hier hochprofessionell versprochen. So lange müssen wir uns aushelfen. Ich hoffe, man kann mich gut hören. Ihr habt abgestimmt unter vier Themen. Herzlich willkommen bei 2121, der Talk. Und ihr habt gewählt, das Thema ist Sozialismus eine Geisteskrankheit? Vielen Dank an alle, die abgestimmt haben. Ja, jeden Sonntag könnt ihr das nämlich tun, immer unter vier Themen. Und ihr könnt auch selbst welche vorschlagen unter dem Hashtag 2121 der Talk. Ja, ist es wirklich eine Geisteskrankheit? Ist es eine psychische Erkrankung? Und wenn ja, was für eine? Darüber und über alles, was euch auf dem Herzen liegt, möchte ich heute mit euch sprechen. Mein Co-Host heute, wie immer, die liebe Sarah. Bitte ihr auf jeden Fall auch folgen. Danke, Sarah, dass du wieder mit dabei bist. Ja, also dieser Space, der kommt einfach jetzt jeden Sonntag. Ich werde alles dran geben, den jeden Sonntag um 21.21 Uhr zu hosten, weil ich weiß, dass die Deutschen Beständigkeit lieben. Und wie immer machen wir am Anfang einen kleinen Soundcheck. Liebe Sarah, möchtest du mir bitte mal mitteilen, wie der Ton ist? Das wäre super. Vielen, vielen Dank. Bevor wir hier Autoscooters tun. Alles gut. Wunderbar. Sehr schön. Danke. Ja, also, das ist eine krasse Aussage. Dessen bin ich mir bewusst. Aber ich finde es sehr interessant, darüber mal mit euch zu sprechen. Denn der Sozialismus hat ja irgendwie schon Einzug gehalten seit vielen Jahren in unsere Politik, in unsere Gesellschaft. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich da jetzt gar nicht irgendwie groß, ja, jetzt einen Wikipedia-Artikel dazu vorlese, was jetzt eine psychische Erkrankung ist, sondern ich frage jetzt einfach mal live ChatGPT, ja, was ist eine psychische Erkrankung? Und da bin ich mal sehr gespannt, was ChatGPT hierzu antwortet. Fragen wir mal. Eine psychische Erkrankung ist eine Störung des mentalen und emotionalen Zustands einer Person, die ihr Denken, Fühlen, Verhalten oder ihre Beziehungen beeinträchtigt. Diese Erkrankungen können vielfältige Formen annehmen, darunter Sozialismus, Depressionen, nee, es war Spaß. Also Depressionen, Angststörungen, Schizophrenie, bipolare Störungen und viele andere. Sie können durch genetische, neurologische, Umwelt- oder Lebensstilfaktoren verursacht oder beeinflusst werden. Die Behandlung von psychischen Erkrankungen umfasst alle psychotherapeutischen Ansätze,
Medikamente oder eine Kombination beider. Es ist wichtig, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn man denkt, an einer psychischen Erkrankung zu leiden. Ja. Und deshalb ist es natürlich super wichtig, mal erstmal eure Meinung dazu zu hören. Also, das ist natürlich etwas polemisch, das gebe ich zu. Kommt mal einfach hoch und wenn ihr nicht so genau wisst, was ihr jetzt sagen wollt, das ist auch nicht schlimm, dann stelle ich euch einfach mal dazu ein paar Fragen. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn diese Polemik ein paar Leute so anfixt, die aber schon einige sozialistische Ideen oder nennen wir sie mal einfach soziale Ideen des Zusammenlebens gut finden und sagen, naja, es gibt doch schon etwas, was sozial ist, das würde ich jetzt vielleicht nicht sozialistisch nennen, das sollten wir schon machen und das empfinde ich auch überhaupt nicht als psychische Krankheit oder aber ab diesem Level, finde ich, ist es irgendwie Gaga in der Birne. Fangen wir mal an mit der Reihenfolge und dafür danke ich nochmal ganz herzlich der lieben Sarah, die so ein bisschen ein Auge darauf hat, wer hier reinkommt und wieso die Reihenfolge ist. Bitte hebt die Hände, genau, damit wir das so einigermaßen abschätzen können und dann frage ich jetzt mal die liebe Sarah, wer ist als Erster dran? Ja, guten Abend. Also die Reihenfolge wäre jetzt zuerst Sebastian, dann Dani, dann Rebell und dann Papadoc. Vielen Dank. Hallo Sebastian. Servus, schönen Abend. Ja, ob es nun eine Krankheit ist, das weiß ich nicht. Das mag ich gar nicht beurteilen. Was es für mich auf jeden Fall ist, ist eine Ideologie, genauso wie mit dem Klima. Und das geht natürlich gar nicht. Der Sozialismus, der hat wirklich nur ein Negatives. In meinen Augen, wenn wir uns anschauen, ja, geht es halt den Ländern gut, die keinen Sozialismus haben und eher schlecht, die Sozialismus haben. Der Sozialismus funktioniert nur in der Theorie, bin ich der Meinung. Und in der Realität wird es immer Probleme geben. Der Sozialismus, das ist gut Menschgehabe und das wird nie was bringen. Der Sozialismus, der schätzt das Individuum nicht und das geht nicht. Im Sozialismus ist jeder gleich, gleich arm. Das war kurz und knackig an die zukünftigen Sprecher. Mich würde auch interessieren, also wirklich mal ganz individuell betrachtet, bitte mal muten, Sebastian. Wenn ihr jetzt mal an Menschen denkt, die sozialistisches Gedankengut mit euch großzügigerweise teilen, was sind das für Menschen? Das sind ja Menschen, die jetzt nicht was Böses wollen unbedingt. Wie denken die? Und gibt es tatsächlich, das ist wirklich mein völliger Ernst, in ihrem Denken Anteile, also wo ihr sagen würdet, ey, das ist psychisch krank. Das ist nicht normal. Das ist, für mich ist das krank. Ja, das würde mich auch interessieren. Dann wäre jetzt Dani an der Reihe. Ja, hallo zusammen. Ich hatte mich zwar gar nicht gemeldet, aber danke, dass ich schon sprechen darf. Also ich würde die Frage ganz klar mit Ja beantworten und muss da so an Psychopathie denken. Weil ich denke mir so, man muss ja schon eine Menge ausblenden, wenn irgendwas, was noch nie funktioniert hat, wenn man das immer noch betreiben will. Und wenn ich mir da so die Protagonisten angucke, das hat ja viel mit Macht, viel mit Manipulation zu tun. Ja, das sind so meine Gedanken dazu. Dann Rebell. Ja, guten Abend, ich hoffe, ihr hört mich. Mich würde natürlich voll interessieren, Antoine, wie du darauf gekommen bist, dass das miteinander zusammenhängt. Aber wahrscheinlich möchtest du das von uns hören, was wir davon halten. Ich finde beides, können wir gerne machen. Also ich kann wenigstens mal Folgendes dazu sagen. Jetzt wurde gerade Psychopathie angesprochen. Psychopathie ist ja eher eine Empathielosigkeit. Ich stelle mal einfach in den Raum, dass wenn Sozialismus bei bestimmten Menschen in Form einer psychischen Erkrankung auftritt, dann halte ich es für eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Also ich halte es im Kern für narzisstisch mit
Anteilen von, tja, schwer zu sagen. Also, das, wenn Leute so sich auch noch ein bisschen auskennen in dem Bereich, für mich ist es eine Form von Narzissmus. Ja, kenne ich ein bisschen. Also tatsächlich ist es, also wenn man jetzt klug scheißen will, ist es keine psychische Erkrankung, weil dazu muss halt ein Leidensdruck vorliegen, sonst ist es nach Definition keine. Ja, Moment, aber und, Moment, die Frage du hast recht, aber der Leidensdruck gilt auch für das Umfeld. Es gibt ja viele Menschen, die psychisch erkrankt sind, die keinen Leidensdruck haben, aber die Angehörigen oder Freunde oder das Umfeld leiden unter dieser psychischen Erkrankung. Und dann kann man diese Definition auch geben. Ich finde nur das Framing jetzt an der Stelle schwierig, weil man geht ja dann davon aus, dass Menschen, die an sowas wie Sozialismus, an dieses Konzept glauben, dass sie irgendwie ja eine Art Opfer von einer psychischen Erkrankung sind. Das hat aber damit nichts zu tun. Sondern manche Leute sehen das einfach ganz bewusst so, wie sie es sehen. Also haben einfach sind sich darüber vollkommen im Klaren. Und deswegen finde ich das schwierig, das so zusammenzubringen. Also man kann definitiv erkennen, vielleicht bei manchen Leuten, dass die narzisstische Züge haben, aber ich würde da doch etwas ja vorsichtiger mit umgehen, das als psychische Erkrankung zu betrachten, weil manche Leute wissen einfach ganz genau, was sie sagen, was sie tun, die haben ein gefestigtes Weltbild, genau wie andere auch, die haben einfach eine ganz andere Wertevorstellung, die auf einem falschen, eher Menschenbild fußt, würde ich sagen. Vielen Dank. Nächster Sprecher, bitte. Der nächste wäre dann Papadoc. Ja, also ich denke, es gibt zwei Arten von Sozialismus. Einmal den emanzipatorischen Sozialismus, der halt dann wirklich in Gesellschaften entsteht, wo es irgendwie eine starke Ungerechtigkeit schon von vornherein gibt. Und was dann, sag ich mal, ein natürliches Produkt der Tyrannei ist, die von oben kommt. Ich sag aber, also in den heutigen Industriegesellschaften, jetzt sage ich mal in unserem Fall Deutschland, ist der Sozialismus tatsächlich, denke ich, in dem Sinne eine psychische Erkrankung, dass man irgendwie auf der Entwicklungsstufe eines Teenagers stehen geblieben ist. Dass man denkt, ja, Wasser kommt aus dem Wasserhahn, Strom aus der Steckdose, Geld aus dem Geldautomaten, Essen kommt aus dem Kühlschrank. Und wenn das bei mir so ist, warum soll es dann nicht allen anderen Menschen auf der Welt genauso gehen? Das ist, sage ich mal, so ein Gedankenkonstrukt, was man hat, wenn man irgendwie, ja, keine Ahnung, wo ich 18, 19 war, weiß ich nicht, Ärzte, Tote Hosen gehört habe, vielleicht noch Vize oder so. Und dann, ja, einfach dieses infantile Weltbild hatte. Würdest du dann sagen, dass Sozialismus vielleicht dann keine psychische Erkrankung ist, sondern eine mentale Einschränkung? Entwicklungsstörung würde ich es sagen. Also ich würde sagen, es ist eine Entwicklungsstörung, wo man einfach auf diesen Idealen hängen bleibt, die man so als später Teenager hat und was, glaube ich, auch ganz normal zu der kindlichen Entwicklung dazu gehört, also zur Spätentwicklung im frühen Erwachsenenalter. Nach dem Motto, wer so als Jugendlicher, als junger Erwachsener kein Sozialist ist, hat kein Herz. Und wer es dann später immer noch ist, hat keinen Verstand. Der ist halt hängen geblieben, wie man es jetzt, sage ich mal, umgangssprachlich ausdrücken würde, ja. Vielen Dank. Wer ist jetzt dran? Der nächste wäre Gosate. Ganz genau. Schönen guten Abend. Ja, eine psychische Erkrankung ist für mich, wenn die Diskrepanz zwischen Selbst- und Fremdbild so groß ist und sich ein Leidensdruck ergibt. Ich finde im Sozialismus, ich komme aus der DDR, war kein Sozialismus, ich weiß. Was war das dann? Ja, ich weiß nicht. Mir wird immer gesagt, es ist kein Sozialismus gewesen. Ich weiß nicht, was es war. Ich bin mir bei allen Formen nicht so ganz sicher, so richtig. Der Sozialismus, den soll es ja noch nie gegeben haben, so wie er in den Ursprüngen gedacht wurde von Karl Marx und von was weiß ich, war eine Diktatur in der DDR. Was mich
vermuten lässt, dass der Sozialismus eine Geisteskrankheit ist, dass es dem Selbsterhaltungstrieb widerspricht. Denn wenn ich zuerst an das Kollektiv denke und dann an mich, dann kommt mir das nicht sehr psychisch gesund vor. Ich finde, man kann auch für die Gesellschaft etwas tun, indem man zuerst an sich denkt und dann an die Gesellschaft. Das kommt mir richtiger vor. Aber glaubst du denn, dass Sozialisten oder so der klassische deutsche Sozialist zuerst an die anderen denkt? Oder glaubst du, dass es doch in Richtung Narzissmus dann eher so ist, dass er sich selbst aufwerten möchte, indem er zum Beispiel Opfergruppen generiert, denen er dann vorgibt, helfen zu wollen, um sich dann geil zu fühlen? Das ist sehr schön. Da mache ich nämlich ein bisschen Unterscheidung. Wenn ich mir den grünen Prenzlberger hier in Berlin angucke, der freiwillig aufs Auto verzichtet und aufs Fleisch essen, da habe ich das schon das Gefühl, dass er über seine Grenzen gibt und jeden Flüchtling aufnehmen möchte. Was anderes ist es aber mit der Leitung des Sozialismus. Da scheint mir sehr viel Narzissmus drin zu stecken. Denn die haben ja nicht unbedingt die Motivation, ihren Reichtum und ihr Denken in wir sind gleicher aufzugeben für den Sozialismus. Die möchten schon gerne ihren Reichtum und alles, was ihnen gut tut, behalten und sorgen dafür, dass der kleine Mann alles abgibt, was er hat. Das geht für mich auch nicht. Vielen Dank. Sarah, wir haben viele Anfragen. Du kannst Folgendes machen. Das darf uns bitte niemand krumm nehmen. Wenn jemand gesprochen hat, danach gleich runterschicken. Wenn die Person da nochmal sprechen will, kann sie gerne dann noch eine Anfrage stellen. So, wer ist als Nächster? Nächster wäre Sebastian. Genau, wo wir gerade bei dem Thema waren. Ich glaube, das ist ja eher indirekt das Problem, dass es eine Erkrankung ist, nicht direkt. Und wenn wir uns das anschauen, dann bin ich ja doch der Meinung, dass es in gewissermaßen ein Regime ist, eine Diktatur, weil die Leute, die heutzutage den Sozialismus befürworten, die waren auch bei den Corona-Maßnahmen an erster Stelle. Dann wäre jetzt Julian dran. Welcher denn? Julian Marius. Du! Achso, ist klar. Nein, er war vor mir. Also, du? Ich? Okay. Nein, mach ja, bitte, ich bestehe okay. drauf. Okay, alles klar. Ja, guten Abend erstmal. Ja, ich finde es vielleicht ein bisschen hart, von Geisteskrankheit pauschal zu sprechen beim Sozialismus, aber es fällt in diesen Zeiten doch schon auf, dass es immer mehr geisteskranke Sozialisten gibt. Woran merkt man das? Ich denke, man merkt es dann auch daran, zum Beispiel ganz deutlich merkt man es, dass Menschen aggressiv auf Fakten reagieren, die ihrem Weltbild widersprechen, die das halt ja eigentlich, ja, wenn sie aggressiv darauf reagieren, dass man sie, ja, wenn man jetzt sagt, ihr wollt Menschen retten im Mittelmeer und dadurch sterben aber mehr Menschen, als wenn ihr das gar nicht tätet, dann werden Menschen aggressiv, aber es sind ja erstmal nur Fakten. Dann sehen wir, dass es mittlerweile Studien dann sogar gibt, die einem erzählen, dass Honig keine Wespen oder Bienen anlockt. Ja, es wird irgendwann so irrational, dass man vielleicht von Geisteskrankheiten sprechen kann. Würde ich immer erstmal einsteigen mit. Ja, dann jetzt der andere Julian. Ja, vielen Dank, dass ich sprechen darf. Lieben Gruß und guten Abend aus Nürnberg. Ja, es ist ein spannendes Thema. Was mir bei Sozialisten immer auffällt, ist, es steht ja schon im Wort drin, List. Die sind sehr listig. Ja, und die List besteht darin, es wurde, glaube ich, vorhin schon gesagt, oder mein Namensvetter hat es dankenswerterweise auch gesagt, dass alle Arten von Fakten entsprechend geleugnet werden. Also der Sozialismus ist, ökonomisch widerlegt, er ist wissenschaftlich widerlegt, also braucht man sich nur die Schriften von Hayek angucken. Aber nur bei einem Punkt ist er eben nicht widerlegt, er ist nicht emotional widerlegt. Denn wenn ein Lehrer oder ein Bürgermeister sagt, hallo, ich habe hier eine Schule für euch gebaut, nur für euch, habe ich gemacht, dann stimmt das ja natürlich nicht, das haben natürlich die Leute gemacht, die da halt Steuer gezahlt haben. Aber das sieht ja keiner. Und deswegen wird die List besteht darin, sich alle Arten von Fakten anzueignen und sie umzudrehen. Und die andere Art von List ist, die Leute
als dumm zu verkaufen. Und das macht der Sozialismus hervorragend. Und er ist auch noch, letzter Satz, da er eben emotional nicht widerlegt ist, auch unfassbar charmant. Ja, also Sozialleistungen sind ja wahnsinnig charmant. Ne? Also, oder Mindestlohn auf wie viel X Euro, das klingt doch alles ganz toll. Damit kann man ja auch Wahlen gewinnen. Nächster wäre Christian. Ja, vielen Dank. Also ich glaube, dass die Frage ganz großartig gestellt ist. Dafür kann ich mich absolut wiederfinden und ich muss die Frage eindeutig mit Ja beantworten. Sozialismus ist eine Geisteskrankheit. Wenn man ein wenig reinschaut oder ein wenig nachforscht, dann findet man sogar den Fachbegriff dafür. Der Fachbegriff heißt in der Fachsprache Hypokrisie und das ist die Scheinheiligkeit und die Heuchelei. Denn allen sozialistischen Systemen war eins immer, egal wo man es auf diesem Planeten ausprobiert hat, eins immer gemein. Alle diejenigen, die oben waren im Sozialismus, haben den Sozialismus selbst nicht gelebt. Alle anderen durften die Kacke aus ihrem Nachttopf an die Wände schmieren. Aber die Obersozialisten, die haben immer in Saus und Braus gelebt. Und das ist der Grund, weswegen ich Sozialismus für Hypokrisie und damit für Geisteskrankheit halte. Dankeschön. Dann Rebell, bitte. Ja, danke, dass ich nochmal sprechen darf. Ich werde noch gleich runtergehen. Ich wollte nur, weil hier hatte eben jemand gesagt, ich weiß nicht genau, was das ist, ob das jetzt Sozialismus ist oder nicht. Ich möchte davor warnen, immer wieder da drauf reinzufallen, auch, weil das ist ganz oft eine linke Taktik zu sagen, aber das war ja gar kein echter Sozialismus. Oder das war das ja alles gar nicht. Das in Wahrheit war das alles rechts. Nee, deswegen da möchte ich einfach nochmal vorwarnen, das mitzumachen. Und der andere Punkt, ich habe hier einen interessanten Artikel über eine Studie, ich weiß nicht, ob die eben angesprochen wurde, wo ein Soziologe aus den USA auch untersucht hat, welche politischen Einstellungen mehr zu psychischen Erkrankungen neigen und das sind tatsächlich linke politische Einstellungen. Gerade steht hier drin, gerade bei Frauen. Gut, das ist jetzt was, was man wohl untersuchen kann. Das hängt wohl auch mit Social Media zusammen. Aber wie gesagt, ich kann das gerne unten mal reinposten. Ich denke einfach, das Problem, was ich halt sehe, ist, dass viele, wie soll ich das anders erklären, aber nicht ihren eigenen Schatten angenommen haben. Damit meine ich halt, dass sie möglichst gut sein wollen oder sich zumindest gut darstellen wollen, nicht nur vor anderen, sondern auch vor sich selbst. Also sage ich mal, sie verleugnen so die Realität, also wie sie als Mensch eigentlich sind, sondern haben eine unfassbar hohe Moral und stoßen damit Leute halt auch regelmäßig vor den Kopf, die halt eben nicht so leben wollen wie sie. Und dementsprechend würde ich sagen, dass einiges, was tatsächlich in der Entwicklung nachgeholt werden könnte, um es mal so zu sagen. Wir sind uns ja hier verblüffend einig. Das ist ja fast schon erschreckend, wie viele Antisozialisten es hier bei X gibt. Deshalb möchte ich ein bisschen tiefer ins Thema einsteigen und da, wo Rebell jetzt schon so einen Anker geworfen hat, bei der Frage, was treibt Menschen, die so denken, eigentlich um? Und ist es nicht bei uns selber auch immer mal wieder vorgekommen, weil das eben so verführerisch ist, zu sagen, wir müssen etwas für die Gemeinschaft tun. Das war ja auch in der Corona-Krise ganz groß. Wir schützen andere. Und in der Tat wirkt ja das Antisozialistische irgendwie immer egoistisch. Ja, also das wird ja dann auch immer vorgeworfen. Also der Sozialist sagt, wieso bist du so egoistisch? Wieso denkst du nur an dich? So können wir nicht leben. Du beutest alles aus. Der Kapitalist beutet alles aus, aber wirklich alles. Er beutet die Umwelt aus, die Ressourcen beutet er aus. Er beutet alles aus, er bringt alles um, weil für ihn ist das Größte einfach nur Profit. Er beutet andere Menschen aus. Der Kapitalismus beutet Arbeiter aus, ganze Länder. Also es gibt eigentlich nichts, was böser ist, und das ist das, also die Reinkarnation des Bösen, alles, was irgendwie kapitalistisch ist. Und liegt denn vielleicht die Wahrheit irgendwo in der Mitte? Oder stimmt das überhaupt nicht? Oder kann man diese beiden Dinge einfach überhaupt nicht miteinander vergleichen? Also ich meine, dieser urmenschliche
Sinn für das Kollektiv, für die Gemeinschaft ist ja etwas Urmenschliches, dass wir füreinander sorgen, dass wir nicht alleine unser Ding durchziehen, dass wir, wie hier in einem Space, miteinander sprechen wollen, dass wir teilen wollen, dass wir andere teilhaben lassen wollen an dem Wohlstand. Oder ist es so, dass der Mensch einfach in Wahrheit ein Wichser ist und immer nur egoistisch ist? Also wie begegnet man jemandem, der eben diese Argumente bringt und sagt, der Kapitalismus, siehst du doch, also viele schreiben auch vor allem bei Facebook bei mir, du siehst doch, was der Kapitalismus angerichtet hat. Der Kapitalismus hat alles versaut, die Bankenkrisen, die Ausbeutung von Nestlé. Und wenn irgendwo Sachen abgebaut werden, es ist Kinderarbeit, das ist doch alles Kapitalismus. Also wie kann man denn argumentativ da überhaupt jemandem begegnen, wenn er emotional so gute Argumente hat? Das würde mich sehr interessieren, wie ihr Sozialisten begegnet oder ob es nicht auch bestimmte Ideen gibt, wo ihr sagt, naja, wenn das nicht übertrieben wird, ist es eigentlich eine gute Idee. Ja, ja, die Reihenfolge bitte, Sarah. Ja, nächster wäre KartoffelTV. Ja, hi. Ich hoffe, man kann mich überhaupt hören, weil mein Mikrofon funktioniert. Doch, man kann dich gut hören. Super. Jetzt war ich eigentlich gerade auf ein ganz anderes Ding eigentlich drauf, aber jetzt nur dazu. Das sagen meistens Leute, die eigentlich in einem super Wohlstand aufgewachsen sind und davon so profitiert haben, von diesem System, auf das sie eigentlich so einschimpfen. Und das ist so ein, für mich schon so ein Grad der Wohlstandsverwahrlosung. Das bauscht sich ja auch zu Themen wie jetzt halt mit dieser ganzen Trans-Thematik. Und ja, ich wollte aber eigentlich auf so einen erzieherischen Aspekt eingehen. Also wenn das nochmal aufkeimt, weil der zwei Sprecher vorher, da war das nämlich total geil. Da hätte ich nämlich gern drauf eingehen. Nimm dir alle Zeit der Welt und geh darauf ein. Ja, ja. Ja, okay. Also das, was ich einfach auch sehe, weil ich bin selbst Erzieher, also ich habe ja auch ein paar Jahre Erfahrung im Umgang mit Kindern und was so ein Phänomen geworden ist, dass die Leute, also auch die Kinder so in den letzten 20, 30 Jahren immer weniger emotional stabil sind, also eine emotionale Psyche entwickeln, dass auch vieles auch ja von der Erziehung her rührt, weil Eltern es verlernt haben, Eltern zu sein. Also jetzt mal ganz böswillig gesagt, also das trifft nicht auf alle zu. Aber dass man halt auch Kindern nicht mehr einübt, gewisse Dinge abzuverlangen. Gewisse, ne, man muss ja viel, eine Erziehung braucht Zeit, man muss viele Dinge wiederholen, vieles einüben. Und man hat auch so eine Phase, wo Eltern auch die Kinder so als Partner sehen. Ne? Ist nur noch mein Kumpel, mein Buddy, man will auch nicht mehr irgendwie, irgendwie von seinen Kindern was abverlangen, den Kindern auch Grenzen, Freiräume geben, aber nie Grenzen aufzeigen. Und das ist eine Entwicklung, die sich seit, ja, wirklich seit, würde ich mal sagen, 30 Jahren schon so hinzieht. Wo würdest du denn sagen, wenn du da vom Fach bist, wo würdest du denn sagen, liegt in der Kindeserziehung der Samen des Sozialismus? Also wo wird der Samen des Sozialismus gesät? Wo kann man in der Erziehung etwas falsch machen, dass am Ende ein nicht Jugendlicher, sondern erwachsener Sozialist bei rauskommt? Das ist eine gute Frage, weil ich glaube, nichts lässt sich einfach nur so alleine darauf zurückführen. Das sind mehrere Umstände, denke ich mal. Also das ist immer sehr individuell. Aber was halt einfach ist, ist dieser Punkt, dadurch, dass die Kinder oder ja, ne, die Leute es verlernen, auch so Dinge wie jetzt, dass man ne, pünktlich ist, dass man sich ja, an gewisse Dinge, Regeln hält. Ne? Das ist ja auch, dass das ja auch abgenommen hat. Was ist mit Demut, Dankbarkeit, Respekt und Eigenverantwortlichkeit? Demut, Dankbarkeit, Respekt und Eigenverantwortlichkeit. Sind das Dinge, die zu wenig in der Erziehung eine Rolle spielen, die dann dazu führen, dass das Kind so selbstherrlich wird und sagt, ja, wir sind die Guten,
Ich bin irgendwie nicht demütig und dankbar für die Erde, die Welt und genieße das alles, die Schöpfung, sondern sage, es ist alles scheiße hier und da hinten sind die Bösen und das sind die Kapitalisten und wir müssen die jetzt dazu zwingen, sonst geht die Welt unter. Gut, das ist ja eher so ein Ding, was ja also im Teenageralter ja eigentlich kommt, ne? Also jedes Kind ist erstmal der pure Egoist. Jedes Kind ist absolut egoistisch und denkt an sich. Ist mein Spielzeug, ist mein Bagger, ist mein Ding. Das wirst du bei allen Kindern, gerade im Kindergartenalter wirst du das sehen. Also da ist nichts mit Demut oder, ne? Das sind dann Aspekte oder Dinge, die... Das Eigentumskonzept. Ja, also das Eigentumskonzept mit der Schippe. Also nehmen wir mal an, da wäre jetzt ein Kind und das würde sagen, nee, das ist meine Schippe. Da könnten jetzt die Eltern aber, das würden die wahrscheinlich meistens sagen, nee, das ist nicht deine Schippe, du musst die teilen. Die Schippe ist für alle da. Die Schippe gehört dir nicht. Aber es könnten die Eltern auch sagen, du, das ist deine Schippe, aber ne, und da darfst du auch verteidigen. Aber du wirst definitiv jeden Dreijährigen, zwei Dreijährigen finden, der dagegen protestiert. Ne, also das ist so etwas, was sich dann halt auch entwickelt durch Sozialisation, ne, durchs Lernen, wie gehen wir so in der Gemeinschaft um. Das ist ja einfach so, so funktioniert die Welt, so nehme ich das auf. Das ist auch zum Beispiel ein Punkt, warum gerade diese Trans-Leute, diese Drag-Queens, diese Shows, warum die so massiv in die Kindergärten wollen, weil das ist ein Alter, weil mit 5 Jahren, so 4, 5 Jahren, da ist so das Grundgerüst, wie ist die Welt, was ist gut, was ist schlecht, das ist abgeschlossen. Da ist das eigentlich relativ abgeschlossen. Deswegen wollen die auch da zum Beispiel gerade gerne so in dieser Altersgruppe so vorbrechen. Mhm. Das ist auch so ein Punkt. Okay. Aber ich wollte das jetzt gar nicht so weit ausfahren. Aber auf jeden Fall, um nochmal zurückzukommen, also was wir Eltern auch verlernt haben, oder aufgrund dieser, ne, wir haben Internet, wir können uns über jeden Pups heute 10, 15 Nachrichten reinholen, ja, und immer irgendwie in Panik sein, immer in diesem Angstmodus, ja, und das überträgt sich ja schon seit einigen Jahren dann auch auf die Kinder, ne, also das habe ich auch selbst im Kindergarten erlebt, dass du gemerkt hast, so Kinder sind unselbstständiger geworden, es gibt Kinder, die können keinen Purzelbaum mehr machen oder sich irgendwie, ne, also so gewisse Sachen sind aber dafür, ja, in der anderen Sache total überbehütet, also so in Watte gepackt, ja, dass die dann auch ja, auch so gewisse Dinge dann, was weiß ich, sitzen irgendwo und da ist jemand ein fremder Mann und das ist denen aber halt scheißegal, auf gut Deutsch gesagt. Ne? Also da ist nicht mehr so dieses Verhalten, dass dann erstmal so, oh, ist fremd, ein Kind nimmt sich normalerweise zurück und das ist dann auch so, ne, auch diese Frage dann, ja, so, was willst du denn? Das war dann auch immer so in Gesprächen, Elterngesprächen, wurde dann, ja, ein Kind hättest du früher mal hingesetzt, malst du mal hier gerade ein Bild, ich unterhalte mich gerade und heute ist dann die Mutter oder Vater schon fast gar nicht mehr aufnahmefähig, weil alles geguckt werden muss, was macht mein Kind? Was macht mein Kind? Und dann ist wieder am Bewegen, dann wird das Schnulli ausgepackt und dann wird das gemacht. Also dieses, die Leute gehen immer mehr eine Symbiose, eine Verschmelzung einfach ein. Ne, die denken fürs Kind, die fühlen fürs Kind, das Kind, also das Glück des Kindes ist mein Glück, ja, da wird nichts mehr in Frage gestellt und das ist halt auch eine ziemlich krasse Entwicklung einfach so in den letzten 20 Jahren. Da fällt mir ein, natürlich kann man Kinder nicht mit Hunden vergleichen, aber ich vergleiche immer sehr gerne alles mit Hunden, weil das bei Hunden einfach einfacher ist. Wenn man einen Hund so überbehütet, wie du das bei einem Kind geschildert hast. Also ständig guckt, was der macht, immer um den rumschlawenzelt, dem immer wieder Leckerli gibt, den immer belohnt, den nie alleine lässt, den nie zurechtweist, dann kriegt der schwere Verhaltensstörungen. Der wird schwer verhaltensgestört. Im Gegensatz dazu, wenn man einen Hund tendenziell, natürlich jetzt nicht brutal, ne, etwas härter erzieht, und ihn tendenziell auch mal missachtet, ja, dann benimmt er sich ganz normal und ganz gesund. Vielleicht liegt es einfach daran, dass die Kinder einfach völlig verwöhnt werden, wie du schon gesagt hast, ne? Gut, nehmen wir mal den nächsten. Ja, du kannst gerne noch was sagen. Ja, das ist halt da nur der Punkt, dieses, ne, Grenzen. Kinder schieben den Stuhl so lange durch den Raum, bis sie an eine Wand kommen und die schieben. Und wenn du aber aus Gummi bist, die schieben rein. Das ist, ne, so kannst du dir das vorstellen. Vielen Dank. Nächster Sprecher, bitte.
Nächster Sprecher wäre Ken. Ja, guten Abend in der Hand und danke, dass ich mich mal beten darf, dass man hier eingeladen wurde. Und Grüße aus der Wohnigwabe. Deine letzte Frage war ja so diese Kontroverse zwischen, was ist das bessere System, warum Sozialismus scheiße ist und warum die Sozialisten sagen, ja, schaut's an, was der Kapitalismus alles angestellt hat und wo das herrührt. Und da kann ich mich an Kartoffel einerseits anschließen, ja, da kommt viel aus der Erziehung, bin ich mir sicher. Aber es kommt auch, wie du gesagt hast, bestimmt durch die charmante Seite des Sozialismus. Und das sieht nach so einer einfachen Lösung aus, wo die Menschen dann keine große Eigenverantwortung mehr haben. Und du kannst in dieser sozialen Schiene kannst du sehr gut moralisieren. Und dann hast du selber eine Befriedigung und sagst, ich stehe ja auf der guten Seite. Und ich denke, diese Denkstruktur bewegt viele Menschen dazu, dass sie ja sozialistisch agieren oder den Sozialismus vorantreiben wollen. Wobei man eben auch nicht vernachlässigen darf, meiner Meinung nach, dass das Wirtschaftssystem, wie es heutzutage darstellt, das kann man eigentlich gar nicht Kapitalismus nennen. Wo ich herkomme, da redet man gern vom Raubtierkapitalismus. Eigentlich heißt es Kooperatismus, dass sich halt eine Gruppe oder eine große Gruppe von Menschen oder von Unternehmen sich die quasi in die Regierung einkaufen und die Gesetze so auslegen, dass sie möglichst davon profitieren können. Aber das funktioniert auf Konzernebene. Da rede ich von Unternehmen wie BlackRock oder Nestlé-Gruppe und so weiter. Das sind auch Ausmaße, die kommen ursprünglich aus dem kapitalistischen Ansatz heraus, ja. Aber das ist nicht das, was Kapitalismus ausmacht. Im Kapitalismus würde es auch solche Monopole nicht geben, weil der Staat nicht den Einfluss hätte, dass er derartige Steuerbegünstigungen, ungerechte Steuerbegünstigungen durchsetzen würde, die den kleinen Handwerker derartig benachteiligen im Gegensatz zu den großen Konzernen. Also, ich denke, der Sozialismus ist einfach moralisch verführerischer. Und weil der Mensch halt auch prinzipiell ein soziales Wesen ist, springt er darauf vielleicht an, je nachdem halt, welche Erziehung er genossen hat und was er in seiner Kindheit alles erlebt hat und so weiter und wie er halt sozialisiert wurde. Aber es widerspricht dann generell der Natur des Menschen, weil ich denke, man kann einfach nicht ausblenden, dass das Konkurrenzprinzip das Prinzip ist, das was eine Weiterentwicklung hervorbringt. Und man muss sich bloß in der Natur umschauen, das funktioniert genauso. Und dieses Ausblenden der Realität, wie es vor Rebell so schön gesagt hat, das wird dort oft angewendet, dass man das nicht anerkennen will, wie der Mensch eigentlich ist. Aber man kann sich dabei halt moralisch ein bisschen überlegen fühlen und ich glaube, das ist der Grund, warum viele Menschen dem Sozialismus so zugeneigt sind. Wie der Mensch eigentlich ist, das ist ja auch was Sozialisten dem Menschen ständig vorwerfen. Sie sagen dann, wenn der Kapitalismus herrscht, dann herrscht das Recht des Stärkeren. Viele wissen gar nicht, dass die Geburtsstunde des Kapitalismus, bitte mal kurz das Mikrofon muten, Ken. Dass die Geburtsstunde des Kapitalismus im frühen 17. Jahrhundert zu verorten ist in den Niederlanden, in Holland, in Amsterdam, wo es dann diese Leute gab, die neue Routen mit ihren Schiffen versucht haben zu finden, um zu handeln. Und diese Unternehmungen waren hochrisikobehaftet. Also das waren wirklich teilweise, war das der Lebensinhalt eines einzigen Menschen, so eine Überfahrt auf die Beine zu stellen, um dann mit ein paar Sack Pfeffer von irgendwoher zurückzukommen oder mit irgendwelchen seltenen Stoffen oder Gewürzen. Und oft haben solche Unternehmungen ein ganzes Jahrzehnt in Anspruch genommen, bis diese Schiffe dann irgendwann wieder zurückgekommen sind. Und um das zu finanzieren, hat man dann irgendwann die Idee gehabt, dass man Menschen daran beteiligt. Also jeder, der wollte, durfte Geld geben und sagen, okay, ich finde deine Idee geil, du kannst hier mit dem Schiff mal da und da hinfahren
und dann kommst du mit geilen Gewürzen zurück und da können wir alle von profitieren. Und dann ging das eine Zeit lang so und irgendwann haben sich die Leute gesagt, naja, das ist ja auch irgendwie ein bisschen krass, dass wir 10 Jahre warten müssen, um herauszufinden, ob es jetzt hier überhaupt eine richtig geile Rendite gibt. Also das ist schon ein sehr großes Risiko. Und dann haben sie angefangen, Anteilsscheine herauszugeben. Und diese Anteilsscheine konnten dann auch innerhalb dieses 10-Jahres-Zeitraums ständig mit anderen gehandelt werden. Und das war praktisch die Geburt der Börse. Und die implizierte, dass jeder, das war auch damals so, da konnten einfache Handwerker, einfache Arbeiter, konnten sich auch für kleines Geld, also konnte man schon für, weiß ich nicht, heute umgerechnet 10 Euro oder was, einen kleinen Teil von einem Anteilsschein kaufen und dann eben Anteil nehmen an dieser Unternehmung. Und das ist die Geburtsstunde des Kapitalismus, der eigentlich bedeutet, also die ureigentliche Sinn, ne, ist nicht nur der freie Verkehr von Waren und Dienstleistungen, sondern eben auch, dass jeder sich an Unternehmungen beteiligen kann, um diesen Profit, den man den Kapitalisten immer vorwirft, dann auch den zu teilen. So, dieses kleine Referat nur zwischendurch. Jetzt weiter in der Reihenfolge. Nächster in der Reihenfolge wäre Gosate. Ja, genau. Dankeschön. Ja, boah, viel. Das ist eine ganz interessante Geschichte gewesen, Antoine. Insofern würde ich auch die Börse verstehen, denn sie gibt mir als Bürger oder als Anteilnehmer die Chance, mein Geld in Projekte zu stecken, die ich persönlich finanzieren möchte. Das nenne ich tatsächlich freie Marktwirtschaft. Mir ist nicht ganz klar, warum der Sozialismus sozial sein soll und der Kapitalismus antisozial. Das wurde mir zwar in der DDR immer erzählt, denn ich kenne diesen Raubtier-Kapitalismus. Ne? Amerika ist ganz böse, nur Russland ist gut. Es gibt eigentlich nur die DDR. Das ist das Nabel, das ist der Nabel der Welt. So, da fange ich mich schon an. Also, der Sozialismus ist für mich sehr antisozial, da er dem anderen nicht den Dreck unterm Fingernagel übrig lässt oder gönnt, weil er sich durch Lügen aufbaut und weil er Denkverbote beinhaltet. Nämlich, es gibt neben der DDR auch noch andere Länder, das habe ich in der Schule nicht gelernt, dass unsere Produktion eigentlich darin besteht, dass dieses typische Schraubenbeispiel, wir fertigen Schrauben, die wir hinten wieder einschmelzen, damit wir sie vorne wieder fertigen können, denn jede Arbeitskraft wurde in der DDR gebraucht. Also, ich finde den Sozialismus sehr antisozial und das, was mir jetzt hier als Kapitalismus verkauft wird, ist ja auch kein richtiger Kapitalismus. Diese rein theoretischen Formen gibt es ja gar nicht, durfte ich gar nicht kennenlernen. Das, was mir jetzt hier als Kapitalismus verkauft wird, scheint mir auch scheiße zu sein, denn es gibt nur 3 oder 4 große Firmen, die dann wiederum durch Tochterfirmen ihre Monopole besitzen. Unter freier Marktwirtschaft stelle ich mir was anderes vor. Und mir gefällt diese freie Marktwirtschaft, die Selbstverantwortung und auch Demut, Dankbarkeit, Respekt, das sind alles ganz tolle Wörter, finde ich, lohnt sich dafür zu kämpfen, ohne dass ich mein Ich aufgeben muss im Sozialismus und ohne dass es nur noch Ich gibt im Kapitalismus, da muss es was in der Mitte geben, wofür es sich lohnt. Genau. Vielen Dank. Nächster Sprecher, bitte. Nächster ist der Christian. Ja, vielen Dank. Ich würde gerne nochmal auf die praktische Ebene zurückkommen, wie sich Sozialismus in der Praxis eigentlich zeigt und kann da zumindest aus meiner Erfahrung berichten, dass ich viele Beispiele kenne von Menschen, die anderen selbstlos aus der Patsche geholfen haben oder altruistisch geteilt haben, im Kleinen wie im Großen. Nur ich kenne kein einziges Beispiel, habe kein einziges Beispiel erfahren, in dem ein überzeugter Sozialist so gehandelt hätte. Kann ich wirklich nicht, wenn jemand ein solches Beispiel kennt, wäre ich daran wirklich interessiert. Und deswegen glaube ich, dass man Sozialismus auch von 2 Seiten nochmal betrachten muss, nämlich einmal sich als Wirtschaftssystem, und da ist das Gegenteil von Sozialismus bestimmt Kapitalismus, das will ich gar nicht bestreiten, aber Sozialismus ist auch eine Weltanschauung. Und da ist das Gegenteil von Sozialismus nicht Kapitalismus, denn das ist keine Weltanschauung, sondern ein Wirtschaftssystem, sondern weltanschaulich ist das Gegenteil von Sozialismus
Humanismus. Und damit kann man, glaube ich, deutlich sagen, dass Sozialismus einfach inhuman ist, weil er den Menschen reduziert auf ein Objekt, auf ein Produktionsmittel. Und das kann eben letzten Endes ein Humanist niemals akzeptieren. Dankeschön. Dann Cyril, bitte. Ja, guten Abend alle miteinander und Antoine. Das Problem beim Sozialismus ist ja, dass dann schlussendlich nicht alle gleich sind, weil die, was wirklich den Sozialismus erlebt haben, dort gab es ja auch diese Kasten. Also da gab es die sogenannten Parteibonzen, da gab es die Industriellen, also die, was außerhalb des Systems waren, und es gab den normalen Arbeiter, der dann einfach geschliffen wurde. Und wenn man sich bewusst ist, dass es gar nicht funktionieren kann, dass man alles in dem Sinne aufteilen kann, dass es gerecht ist, der versteht dann auch, dass man überhaupt, um sozial zu sein, braucht so den Kapitalismus, weil wie willst du ohne wirtschaftlichen Erfolg dann sozial sein können? Und das funktioniert ja eigentlich nur so lange in diesem reichen System, wie wir jetzt sind, solange überhaupt die Wirtschaft stark ist und das überhaupt finanzieren kann. Sobald jetzt zum Beispiel die Wirtschaft zusammenbricht und so weiter, können wir das gar nicht mehr finanzieren. Und das ist vielen gar nicht bewusst, dass wenn man ein Sozialsystem hat, dann muss man ja das ja schützen. Das ist ja immer ausgelegt auf die eigene Bevölkerung. Und was jetzt so eigentlich passiert mit dieser massiven Ausnutzung des Sozialsystems, indem man massiv Leute hinzunimmt, was wir nie einbezahlt haben, dann fällt das aus dem Gleichgewicht und irgendwann fällt das Kartenhaus zusammen. Und dann haben wir ähnliche Zustände wie in der USA, dann haben wir gar nichts mehr. Und dann haben wir wirklich den harten Kapitalismus oder Neokapitalismus, weil dann interessiert es niemand. Dann musst du wirklich schauen, dass du zu Geld kommst und du hast dann keine Sozialhilfe mehr, wenn es dir schlecht geht. Das muss man sich auch überlegen, inwieweit man dieses System ausreizen will und nicht wirtschaftlich führen will. Vielen Dank, Cyril. Kurz in eigener Sache. Dieser Space 2121, der Talk, ist für jede Meinung offen. Und auch, wenn es seltener vorkommt, dass bei so einem Sozialismus-Thema mal ein richtiger Sozialist was vom Stapel lässt, ich kann es nur noch mal sagen, jeder ist herzlich willkommen, der jetzt keine Schimpfwörter benutzt und völlig ausrastet, seine Sachlage ganz in Ruhe zu erklären. Dafür ist dieser Talk auch da. Jeden Sonntag. Und ihr könnt ihn, wenn ihr wollt, dass mehr Leute teilnehmen, die auch eine andere Meinung haben, oben Mitte rechts könnt ihr ihn jetzt teilen, dann werden mehr Leute darauf aufmerksam und die Spaces, die dafür geeignet sind, werden später auch auf YouTube geteilt und da könnt ihr sie euch auch nochmal ganz in Ruhe anhören. Eure Namen sieht man dabei nicht, man hört dann nur eure Stimme. So, weiter geht's in der Runde. Dittmar wäre der Nächste. Ja, danke schön. Guten Abend zusammen und schön, dass ich sprechen darf. Warum ist der Sozialismus eine Geisteskrankheit? Darauf möchte ich wieder hin zurück. Also es ist jetzt alles irgendwie ideologisch getrieben hin und her, aber die Gosata hat mich da auf ein ganz plakatives Beispiel gebracht vorhin in ihrem ersten Take. Und zwar erst an die anderen oder erst an die Gemeinschaft zu denken und dann an sich. Das kam jetzt auch aus einigen anderen Beiträgen schon raus. Das gibt es bei Kindern überhaupt nicht. Die denken zuerst an sich. Und das wird uns auch auf jedem Flug beigebracht. Zieh dir erst die Sauerstoffmaske selbst über, bevor du anderen hilfst. Weil ansonsten funktioniert das nicht. Was jetzt nicht impliziert, dass du jemandem, der Durst hast, kein Glas Wasser geben sollst, sondern wenn du erst den anderen hilfst, bist du vielleicht nicht mehr in der Lage, irgendwelchen anderen mehr zu helfen. Ja, klingt logisch. Vielen Dank für dieses gute Beispiel aus der Realität. Nächster Sprecher, bitte. Die nächste wäre Janina. Hallo Antoine, guten Abend zusammen und erstmal danke für den Space. Ja, die sozialistische Denkweise hat auf jeden Fall was Pathologisches an sich, finde ich. Also du hattest das ja in einem deiner letzten YouTube-Videos auch ziemlich gut erklärt. Also entweder
Ja, diese sozialistisch denkenden Menschen machen sich entweder selbst zum Opfer, Opfer von Ungerechtigkeiten, Opfer der Welt an sich und so weiter und suchen so nach Aufmerksamkeit für sich selbst. Oder sie sind halt auf permanenter Suche nach irgendwelchen Opfern, vermeintlichen Opfern, wo man dann vorgibt, sich für deren Belange einzusetzen und diesen zu helfen. Jetzt sind es übrigens, und fällt mir gerade ein, das ist wieder ganz aktuell, jetzt, also weil die haben ja immer eine andere Opfergruppe, ne? Und die müssen sie immer durchtauschen, weil es so auf Dauer nicht funktioniert. Und die jetzige neue Opfergruppe, habe ich auch jetzt ganz viel Werbung gesehen in Social Media von den entsprechenden Stellen, sind Dicke. Dicke sind jetzt die neuen Opfer. Da wird jetzt gesagt, ja, dürfen nicht diskriminiert werden. Und dann wurde auch geschrieben, es gibt gar nicht dick. Das wird es gar nicht geben. Ja, also dass Menschen zu dick sind, gibt es nicht, weil jeder Körper ist einzigartig. Wobei das wieder auch so unsozialistisch klingt, aber das nutzen die Sozialisten ja ganz oft, dass sie sagen, jeder Mensch ist einzigartig, aber sie meinen eigentlich, nee, wir wollen, dass alle gleich werden. Und jetzt sind es die Dicken. Ja, habe ich auch schon gesehen, mit entsprechender Werbung denn dafür. Ja, es wird alles immer verrückter. Naja, und ja, dieses Opfergehabe wird dann untermalt von einer moralischen Selbsterhöhung. Also da sich Sozialisten ja immer ja für die besseren Menschen halten selber. Und insofern kann man das schon als psychische Zwangsstörung einordnen, denke ich. Und das ist auch irgendwie schlimm, weil die Sozialisten, denen ist das, glaube ich, gar nicht bewusst, durch diese ständige künstliche Opfergemache, dass die damit quasi die tatsächlichen, wirklichen Opfer verhöhnen irgendwo. Das ist eigentlich auch ganz schlimm. Da muss man sich auch mal fragen, und jetzt kann sich ja jeder mal selber fragen, gibt es irgendwas, was dich individuell ausmacht und unterscheidet, sowas wie, ich bin jetzt Deutsch-Franzose, ja? Oder ich habe jetzt irgendwie da und da in meinem Leben Probleme gehabt, ne? Oder ich habe jetzt diese oder jene Krankheit. Denkt mal jetzt an euch, ne? Wo ihr so ein etwas habt, wo ihr denkt, ah ja, da habe ich ein bisschen Pech gehabt im Leben so. Oder das irgendwie macht mich das so, unterscheidet mich das von anderen. Und jetzt stellt euch mal vor, dass die sozialistische Seite das rausgreifen würde, ja, zum Beispiel eben, ich sag jetzt mal Fußpilz, ne? So, also, nehmen wir mal an, ihr leidet häufiger an Fußpilz. Es juckt und ihr denkt, ach, muss man wieder irgendwelche Cremes kaufen und immer habe ich diesen Fußpilz, andere haben das nicht, es ärgert mich, warum habe ich gerade diesen Fußpilz? Und jetzt wird die sozialistische Klasse kommen und würde sagen, Menschen mit Fußpilz werden zu wenig beachtet. Die Fußpilzhabenden sind unterrepräsentiert in der medialen Welt. Wir müssen häufiger über Fußpilz sprechen und wir setzen uns ein für die Menschen, die Fußpilz haben. Und da würdest du doch auch vielleicht dann irgendwann denken, ja, stimmt, das ist so nett, dass sie sich für mich einsetzen. Ja, ich bin Opfer von Fußpilz und ja, wir brauchen mehr Hilfe für die Fußpilzhabenden und so weiter und so fort. So, sorry, Janina. Nee, alles gut. Ja, es wäre dann aber irgendwie auch schon eine Art von Übergriffigkeit, finde ich. Also so würde ich es bewerten. Und ja, Menschen, die wirklich Schlimmes im Leben erlebt haben, die zelebrieren das meist gar nicht so und wollen damit irgendwie Aufmerksamkeit haben, finde ich jetzt so. Und wo war ich jetzt eigentlich stehen geblieben? Ach so, was sozialistisch denkenden Menschen auch überhaupt nicht bewusst zu sein scheint, ist ja, dass mit dieser zwanghaften Gleichmacherei von völlig unterschiedlichen individuellen Menschen mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen da ja im Grunde die allergrößte Ungerechtigkeit geschaffen wird, weil es muss ja irgendwo Unterschiede geben zwischen den Menschen. Die einen sind vielleicht fähiger, leistungsbereiter, mutiger, risikobereiter als andere und so weiter. All diese Unterschiede und Nuancen kann man ja nicht einfach glatt bügeln und so eine Art Einheitsmensch irgendwie kreieren da draus. Also das finde ich immer ein bisschen schwierig. Und was sind das für Menschen? Aus meiner Sicht sind das Menschen, die ja kollektivistisch denken und die das Individuum nicht schätzen oder
die sie eben als Egoisten diffamieren, wie du es auch schon richtig gesagt hast, und Menschen, die sich moralisch selber auf einen Sockel stellen, also diese selbsternannten Gutmenschen. Und es sind eigentlich auch vielfach Menschen, die nicht eigenverantwortlich denken und handeln, sondern die Schuld oft bei anderen suchen. Und vielleicht sind es manchmal auch ein bisschen missgünstige oder neidische Menschen, könnte ich mir auch vorstellen. Und ja, ansonsten, Papadoc hat einen sehr interessanten Aspekt reingebracht mit der geistigen Entwicklungsstörung. Also, dass er das so ansieht und dass die Leute hängen geblieben wären, das sehe ich auch so. Weil, ja, dass viele Jugendliche und junge Menschen linksgrün denken, ist ja irgendwo symptomatisch. Also ich selber hatte auch mal so eine kurze Phase, wo ich gedacht habe, ja, politisch links ist das einzig Wahre. Ich habe auch kurzzeitig mal mit der Linkspartei damals sympathisiert. Und ja, diese ganze Schul- und Uni-Atmosphäre ist ja auch sehr linksgrün durchtränkt, muss man auch dazu sagen. Und das war aber halt so eine kurze Phase, wo man sich dann auch weiterentwickelt hat und tiefgründiger politisch interessiert und informiert hat, so dass ich davon auch schnell abgekommen bin und mehr und mehr meine Sympathie dann beim Liberalismus und Libertarismus gefunden habe. Und ein interessanter Aspekt von Sebastian, glaube ich, war auch mit den Corona-Maßnahmen, dass ja die Sozialisten da halt auch an erster Stelle standen, und das fand ich halt auch total schlimm und ja, symptomatisch eigentlich, das Denunziantentum und dieses vermeintliche Gutmenschentum auch. Ja. Soweit erstmal bis hierhin. Vielen Dank, Janina, danke. Dann wäre jetzt KartoffelTV dran. Yay. Jetzt gerade nochmal dazu, also das ist ja echt eigentlich normal, ne? Dieser Übermut, Teenager sein. Also, ne, wer mit 20 kein Kommunist ist, ne, hat kein Herz, aber wer es mit 40 noch ist, hat kein Hirn. Ne? Also das ist ja dieser Spruch. Aber nochmal zurück zu diesem Fußpilzvergleich. Ich habe ja auch so eine Situation. Also, ne, ich bin ja auch Vater, und jeder Trennungsvater wird das auch merken oder wird mir zustimmen. Also was Gleichbehandlung betrifft, sind wir da auch meilenweit davon entfernt. Und das interessiert auch keine Sau. Und das ist halt für mich dann so in dieser Rolle als Kita-Erzieher dann nochmal doppelt eigentlich die Klatsche gewesen. Weil du halt auf der einen Seite fremde Kinder betreust, aber über dein eigenes gar keine Rechte mehr hast. Ne? Das sind, ja, es ist knackig. Und noch ein anderer Punkt noch zu dem, ich glaube aus der Schweiz kam der Cyril. Ja, hier, ne? Jetzt habe ich mir das aufgeschrieben. Ach so, das ist mein Space, ne? Das ist mein Space, wo ihr Sachen aufschreibt. Also da muss ich schon sagen, wow, weiter so. Ich bin das hier nicht gewohnt und ich, ja, also wenn du eh dann nochmal so, bist als Dritter dran und du hast zu einem Punkt was, aber dann geht's thematisch weiter, wenn du es dir nicht aufschreibst, also mir geht es so. Ja, das ist so dieser grüne, ne, mit diesem Wandel und dieser gesellschaftliche Wandel, und wo soll das hin? Das hat auch die Ulrike Herrmann von der Taz ja auch so schön beschrieben, als grünes Schrumpfen. Das ist ja so dieses neue Modell, was die jetzt fahren wollen. Die wollen halt, ne, deswegen legt sich hier auch alles aus mit Ökoenergie und man will auch keine Häuser mehr, also, ne, und auch diese ganzen, warum sollen wir Nachtfahrverbote haben? Ah ja, Elektroautos in Zukunft brauchen halt auch Strom. Wenn sie nachts nicht fahren, dann spart mir Strom ein. So, also dieses grüne Schrumpfen-Zauberwort, das ist so der nächste Schritt, wo es anscheinend für solche Leute, die halt so, ne, diesen sozialistischen Gedanken, also diesen ökosozialistischen Gedanken haben, ja, eigentlich hinwollen. Und ich persönlich habe für mich auch das Gefühl, das baut sich so mittlerweile in vielen Punkten, wie gesagt, mit Veränderungen, mit Gesetzen, mit dieser CO2-Steuer, mit, also so wirklich darauf hin. Ja, Sozialismus ist per Definition, muss Sozialismus die Wirtschaft schrumpfen. Die Wirtschaft schrumpft im Sozialismus, und das ist eine goldene Regel. Und deshalb wundere ich mich dann, dass es manchen Leuten immer noch nicht auffällt, aber gut, egal. Weiter in der Reihenfolge, bitte. Dop-Dop wäre der Nächste.
Hallo, schönen guten Abend. Also das Thema, ist Sozialismus eine Geisteskrankheit, möchte ich erstmal mit Ja beantworten. Jetzt möchte ich auch begründen, warum. Also als allererstes ist es eine Ideologie. Warum ist es eine Ideologie? Weil es extrem wird. Ja, man muss eigentlich für eine funktionierende Gesellschaft eine Mitte finden, in der ich versuche, ein soziales Miteinander zu ermöglichen, dennoch auch das Recht des Einzelnen, also das einzelne Individuum, muss natürlich auch eine Freiheit haben. Wenn es extrem wird, wird es realitätsfern und alles, was extrem wird, endet in einer Ideologie. Das bedeutet, wenn ich jetzt nur auf das Recht des einzelnen Individuums mich beziehe, wird es auch extrem, was auch falsch ist. Ich kann natürlich nicht machen, was ich will. Wenn ich nur noch mache, was ich will, wird es irgendwann zu einer Konfrontation führen. Dennoch besteht Freiheit auch nicht aus dem berühmten Satz, wenn jemand sagt, ich bin nur so lange frei, solange ich andere nicht in ihrer Freiheit einschränke, dann könnte ich jetzt auch aus meiner Wohnung gehen, gegen das nächste Haus von meinem Nachbarn laufen und sagen, das schränkt mich in meiner Freiheit ein, ich möchte gerne dadurch. Deswegen darf man Dinge nie immer nur als eine als eine Position betrachten. Ich bin nur so lange frei, solange ich andere nicht in ihrer Freiheit einschränke, ist erstmal ein guter Satz. Und als zweiter Grundsatz kommt natürlich noch dazu, gleiches Recht für alle. Das heißt, ich muss natürlich auch irgendwo schlafen. Ich muss auch ein Dach über dem Kopf haben. Ich muss auch eine Heizung haben, um im Winter nicht zu frieren. Dementsprechend muss ich dann natürlich auch meinen Nachbar tolerieren und sagen, ich kann jetzt nicht einfach dagegen laufen und sagen, das schränkt mich in meiner Freiheit ein, sondern gleiches Recht für alle, auch gleiches Recht für das einzelne Individuum. Wenn ich ein Haus habe und ein Dach über dem Kopf, dann darf mein Nachbar das natürlich auch. Dennoch muss ich die Freiheit haben, dem zu entgehen. Ja, da basieren ja eigentlich auch unsere Gesetze schon drauf. Ich finde unsere Gesetze eigentlich nicht schlecht, aber das wäre ein anderes Thema. Das müssten halt nur mal angewendet werden. Des Weiteren ist es natürlich, solange ich die Freiheit habe, es muss immer eine Alternative geben. Ja, wo du das gerade solange ich die Freiheit habe, möchte ich kurz was fragen und einordnen. Ja. Weißt du, dass, also es ist ja im Sozialismus meistens so, dass das Volk in irgendeiner Weise von den eigenen Leuten eben, ja, irgendwie bekämpft wird. Und im Faschismus ist es meistens so, dass die anderen Völker bekämpft werden. Und wenn das eigene Volk bekämpft wird, dann gibt es Leute, die wollen da weg. Und deshalb gab es ja auch in der DDR eine Mauer. Jetzt weiß ich nicht, ob du zum Beispiel weißt, dass es auch in Deutschland eine Mauer gibt, und zwar um Deutschland rum, die es dir schwer macht oder schwerer machen soll, Deutschland heute zu verlassen. Wusstest du das? Also natürlich gibt es eine Grenze. Also ich kann jetzt so, sag ich mal, in die Niederlande fahren, da habe ich bis jetzt noch keine Mauer gesehen. Wenn du jetzt weg willst aus Deutschland, dann gibt es da eine Mauer. Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Also ich kann aus Deutschland rausfahren. Nee, aber du musst dafür eine Strafe bezahlen. Wusstest du also nicht? Okay, also ist es nämlich so. Wegen Corona? Nee. Waren da irgendwelche Maßnahmen? Nee. Mitbekommen? Nee, es gibt eine. Könnt ihr jetzt nur in die Niederlande oder nach Dänemark? Nee, es gibt eine unsichtbare Mauer. Und zwar vor allem, wenn du in Deutschland wirtschaftlich tätig bist und Geld verdienst, Steuern bezahlst, dann kannst du nicht einfach aus Deutschland wegziehen, sondern du musst eine Wegzugssteuer bezahlen. Und die sind da auch gerade dran, diese Möglichkeiten, Deutschland zu verlassen, immer schwerer zu machen, weil sie merken, dass viele aus Deutschland weg wollen. Das heißt, die beginnen schon, eine unsichtbare Mauer zu bauen, wie in der DDR, weil die Sozialisten wissen, dass dann die fähigen Leute irgendwann das Land verlassen, weil sie eine Wahlmöglichkeit haben. Und dann wollen sie ihnen diese Wahlmöglichkeit wegnehmen. Und das Interessante ist, eine Parallele, tatsächlich hat die Vergasung und Ermordung der Juden, ich weiß, das Beispiel darf man nicht bringen, aber ich darf es bringen, weil meine Oma Jüdin war und im KZ war, und ich auch. Man darf Prinzipien miteinander vergleichen, das ist ja okay. Gut, also ich sag's deshalb immer nur mit dazu, ja, dass ich da also auch familiär Verbundenheit habe zum Judentum durch meine Oma und die eben auch von den Nazis eingesperrt worden ist in ein KZ. Die Verfolgung der Juden hat angefangen mit
bitte haut ab, wir wollen euch hier nicht haben. Es ging dann weiter mit, wenn ihr jetzt noch weg wollt, dann wollen wir Steuern von euch. Wir lassen euch nicht aus dem Land, ohne dass ihr einen Teil eures Besitzes hier lasst. Das war der zweite Schritt. Und was ja, jetzt sie die Deutschen... Besitz da lassen, ja. Genau. Und erst im dritten Schritt haben sie irgendwann gesagt, wenn ihr jetzt noch bleibt, nehmen wir euch alles weg und zerstören eure Geschäfte. Und erst im vierten Schritt haben sie gesagt, so die jetzt noch da sind, die ermorden wir. Ja, das stimmt tatsächlich. Die Juden konnten anfangs noch gehen, aber sie mussten ihren Besitz da lassen, ja. Dass du jetzt sagtest, es wäre jetzt schon so weit, dass sich hier schon eine Mauer gebildet hätte, davon habe ich noch nichts mitbekommen. Dennoch möchte ich noch weiter auf den Punkt eingehen. Wie ich gerade sagte, darf einfach nichts extrem werden. Und dementsprechend möchte ich es einfach an meinem Beispiel weiter ausführen. Ich bin ja auch nicht der Erste, sag ich mal, der sich diese Gedanken gemacht hat. Im Gegenteil, es kamen schon ganz viele andere intelligente Leute, die sich darüber Gedanken gemacht haben, Bücher geschrieben haben, Wirtschaftsmodelle aufgeschrieben haben und so weiter. Und am Ende ist es wichtig, dass das Individuum, das einzelne Individuum natürlich immer eine alternative Möglichkeit hat. Ja, also mir muss immer die Möglichkeit gegeben sein, mich auch wegzudrehen und zu sagen, ich möchte mit dir nichts zu tun haben, ich gehe woanders hin. Das muss auf der Arbeit so sein, ich muss kündigen dürfen und muss zur Konkurrenz gehen dürfen. Das muss ja auch als Kunde so sein. Ich muss auch sagen dürfen, da kommen wir jetzt auch zum Thema Monopole, es darf auch keine Monopole geben. Ich muss sagen dürfen, ich gehe jetzt zur Konkurrenz, das, was du mir anbietest, gefällt mir nicht und so weiter. Und das Kartellamt ist natürlich deutlich älter als ich, deswegen sage ich ja auch gerade, dass es schon Leute gab, die diese Gedanken vor mir hatten. Und solange ich eine Alternative habe, reguliert sich ja auch irgendwo eine Wirtschaft, ja auch solange es keine Monopole gibt und die Wirtschaft sich ja auch oder die Konzerne sich ja auch konkurrieren müssen, entsteht ja auch ein Preiskampf. Und der Sozialismus, ich verstehe auch gar nicht, warum heute in der heutigen Zeit wieder so viele über Sozialismus reden. Ja, ich sage einfach mal dann, wenn sich schon Monopole gebildet haben, müsste einfach mal das Kartellamt vernünftig ihren Job machen. Also die Sachen sind da, die Institutionen sind da, die Gesetze sind da, die Gewaltenteilung ist da. Auch die Judikative versagt in vielen Dingen, meiner Meinung nach. Eigentlich soll die Judikative die Legislative kontrollieren. Und wenn all diese Dinge mal wieder richtig funktionieren würden, mir würden auch ein paar gute Beispiele einfallen, wo die Judikative auch die Legislative besser kontrollieren könnte. Aber darauf möchte ich jetzt nicht eingehen, sonst würde es auch irgendwann zu lange dauern. Wir wollten über den Sozialismus reden, einfach nur mal. Ich wollte nur darauf aufmerksam machen, dass eigentlich über diese Dinge schon nachgedacht wurde und ich nicht verstehen kann, warum die Leute, die über Sozialismus reden oder sich den Kommunismus wünschen, nicht mal einfach überlegen, in welchen Dingen könnte unser System einfach mal an ein paar kleinen Eckpunkten verbessert werden, was eine Menge Probleme lösen würde. Und ich habe da auch genug Lösungen. Zum Beispiel sollte meiner Meinung nach mal die Judikative darüber entscheiden, ob die politische Immunität eines Politikers aufgehoben wird, wie zum Beispiel von einer von der Leyen. Ja, da sind ja genug Indizien, die den Verdacht begründen lassen. Da wurden SMS gelöscht und weitere Dinge. Also, dass da vielleicht eine Straftat begangen wurde oder Korruption im Raum steht. Und dass sowas von der Judikative angezeigt werden würde nach einem hochoffiziellen rechtsstaatlichen Prozess und dass man dann, dass dann ein Richter entscheiden würde, ob die politische Immunität aufgehoben wird und das dann vernünftig ermittelt wird, demokratisch, vernünftig, rechtsstaatlich ermittelt. Das ist leider nicht möglich. Stattdessen wird da in der Legislative drüber bestimmt, ob die politische Immunität aufgehoben wird. Des Weiteren ist es für mich auch ein Dolchstoß für die Gewaltenteilung, wenn die Hälfte der Judikative des Bundesverfassungsgerichts zum Beispiel von der Legislative ausgewählt wird, sollte man sich vielleicht auch mal drüber nachdenken, ob da ein Interessenkonflikt entsteht. Auch das sind so kleine Änderungen, die man mal ändern könnte und die unser System deutlich verbessern würde. Und dafür braucht es keinen Sozialismus. Sozialismus ist eine Ideologie. Ideologien sind realitätsfern. Und wenn ich realitätsfern bin, würde ich sagen, wird es pathologisch. Und somit ist es eine Geisteskrankheit. Vielen Dank. Danke dir für deine Ausführungen. So, als nächstes käme Rebell dran. Ja, danke. Ich finde einen Aspekt nochmal ganz interessant, der hier genannt worden ist mit
Opfer konstruieren. Und da wurde das Beispiel gebracht, jetzt sind es irgendwie die Dicken. Man kann sich mal angucken, wie problematisch das eigentlich ist, wenn man Menschen zu Opfern stilisiert, ohne dass irgendjemand sie überhaupt gefragt hat. Also ja, manche gefallen sich tatsächlich auch in dieser Rolle, aber für viele ist es auch gleichzeitig ein Hindernis, überhaupt was an ihrer Situation zu ändern, weil sie sind ja Opfer und sie können ja quasi gar nichts dafür, wo sie drinne stecken. Und das führt dann halt zu solchen Auswüchsen wie jemand begeht eine Straftat und dann wird gesagt, naja, der Arme, der hat ja eine schwere Kindheit gehabt, obwohl derjenige erwachsen ist. Und damit, also zum einen ist es natürlich nicht in einer Gesellschaft, wo unter Erwachsenen ist es einfach eigentlich nicht möglich, dass man jemanden die Eigenverantwortung so sehr abspricht. Also wie gesagt, im Strafrecht gibt es da auch eigentlich nur ganz wenige Ausnahmen, wird aber tatsächlich übertrieben häufig aktuell gemacht. Und dadurch befindet man sich eigentlich eher in so einer infantilen Gesellschaft von Menschen, die nie erwachsen geworden sind, die auch nichts an ihrer Situation ändern wollen, beziehungsweise auch noch von der Gesellschaft darin unterstützt werden, in dieser Rolle zu bleiben. Und das ist halt so das Gegenteil von dem, wie man eigentlich Leute empowert, sag ich jetzt mal, ja. Also das heißt, ja, Leute mit einer schweren Depression oder mit, ja, werden niemals aus dieser Rolle raus können, wenn wenn sie in dieser Haltung drinnen bleiben. So. Und deswegen ist es nicht nur schädlich für die Gesellschaft, sondern auch für denjenigen, der zum Opfer gemacht wird. Wenn euch gefällt, was die einzelnen Sprecher hier sagen, dann folgt ihnen und vernetzt euch. Und ihr könnt auch hier auf das Herzchen klicken und, also wenn ihr Sprecher seid, oben und dann entsprechend eure Fühlis, eure Fühlis zu den jeweiligen Sprechbeiträgen in Form eines Symbols ausdrücken. Bitte weiter in der Reihenfolge. Dann wäre jetzt Julian dran. Ja, ich würde auch gerne noch drauf eingehen. Jetzt habe ich den Faden verloren. Wir hatten jetzt hier länger darüber du geredet, dir dass das ja machen. Schon krankhafte Julian, Züge. Du musst ich ja, mir Stift Notizen machen, das ist richtig. Dieser Space geht nur mit Stift und Zettel. Das ist richtig, nächstes Mal mache ich das. Ja, also ich wollte darauf eingehen, dass wir ja darüber geredet haben, dass er schon krankhafte Züge annehmen kann, der Sozialismus, und Sozialisten sich auch infantil verhalten. Das fällt schon auf. Die Lösung. Ich würde gerne auch über die Lösung reden. Also, wie kann man denn mit den Menschen umgehen? Ich finde es so ein bisschen problematisch, dass auch der Staat, wie er organisiert ist, es fühlt sich an, als hätte man nie die Schule verlassen, als wäre man auf ewig in einem Kindergarten gefallen. Also, man wird nicht motiviert dazu, Selbstverantwortung zu übernehmen. Es wird einem überall eingeredet, dass Risiko etwas Schlechtes ist, dass man lieber auf Sicherheit baut. Und ja, es ist sehr angenehm scheinbar auch für viele Menschen, ja, diese Sicherheit halt auch zu haben. Wenn man jetzt die Kontraste sieht in anderen Ländern, in den USA, wo es wenig Sozialismus gibt, das gibt es ja sowieso nicht in Reinform irgendwo, ja, da sieht man natürlich auch diese Schattenseiten, die ja auch Angst machen wahrscheinlich vielen Menschen, dass man eben ganz, ganz unten landen kann. Ja, und ich weiß nicht, wie man das irgendwie retten kann, aber ja, also einfach mal ein bisschen die Menschen zu ermutigen, doch mal denen die schönen Seiten davon zu zeigen, selbstverantwortlich für irgendwas zu sein und vielleicht auch mal ein Risiko einzugehen. Ja, das finde ich ganz wichtig in diesen Zeiten. Und ich denke, da kann ja auch jeder seine Umgebung vielleicht mit beeinflussen. Also es würde mich auch interessieren, wie ihr das so seht. Du hast vollkommen recht. Ich habe sogar tatsächlich heute darüber ein YouTube-Video gemacht, weil ich dachte, du hast den Leuten zu wenig erklärt, wie eine Welt mit weniger Sozialismus und mehr Freiheit im besten Fall aussehen würde. Also welche utopische Idee hat eigentlich jemand, der freiheitlich denkt? Zu was für eine Art von Welt würde das denn führen? Und könnt euch das Video gerne anschauen. Aber kurz gesagt, ist es für mich eine Welt des
unbegrenzten menschlichen Fortschritts in allen Lebensbereichen, in allen Forschungsbereichen und in allen Bereichen des menschlichen Interesses, inklusive du wirst 120 Jahre alt und zwar gesund und munter und hast ein geiles Leben. Und ich glaube, da müssen wir mehr drüber sprechen, was denn die Freiheit so attraktiv macht. Weil, was ja eben auch so oft dann auch gesagt worden ist, oder nur einmal wurde es so gesagt, dass der Sozialismus sehr charmant sei. Und das ist natürlich vollkommen richtig, aber es ist auch sehr charmant, gesund 120 Jahre alt zu werden und in einer geilen Welt zu leben, voller Genuss und Schönheit. Nächste wäre dann Cyril. Ja, auf jeden Fall gebe ich dir da auch recht, Antoine. Was das Problem ist beim Sozialismus in der heutigen Zeit, er kommt schleichend und es ist eine Ideologie, in dem die Kinder nicht mehr von den Eltern erzogen werden, sondern der Staat übernimmt die Funktion der Eltern. Und hier beginnt es ja schon, also in den Schulen, je früher die Kinder eingeschult werden, desto früher sind sie von den Eltern getrennt und desto eher kann man von außen auch die nächsten Generationen beeinflussen. Und das ist ja das, was wir eigentlich auch haben. Also man sieht so zum Beispiel mit diesem Friday for Future und so weiter, wie stark politisch schon Einfluss genommen wird auf Kinder, was ja eigentlich neutral aufwachsen sollten. Und da ist eine Systematik dahinter, die natürlich sehr, sehr auch gefährlich ist und Gefahren birgt. Das ist ein Punkt. Und der andere Punkt ist, viele Leute romantisieren diesen Sozialismus, weil sie zurzeit massiv profitieren davon. Also sie kriegen eigentlich etwas, ohne dass sie überhaupt eine Leistung beibringen müssen. Und im sogenannten Sozialismus oder Kommunismus, zum Beispiel im Ostblock, das gab es nicht, dass Leute einfach zu Hause sitzen konnten und frei waren. Die mussten dann wirklich, die wurden im Tagesrhythmus gezwungen, die mussten arbeiten gehen, ob es jetzt produktiv war oder nicht, das hat keine Rolle gespielt. Aber dieses romantisierte, ja, ich kann dann einfach mich selbst entwickeln und meine Persönlichkeit entwickeln, wenn denn das so ist, weil ja der Staat dafür aufkommt. Das ist eine reine romantisierte Form von denen, was das jetzt so eigentlich bevorzugen oder als gute Sache sehen. Ich glaube, denen ist nicht bewusst, was dann schlussendlich rauskommen wird, wenn es dann wirklich umgesetzt wird. Also das ist mal ein Punkt, dass man sich Gedanken machen darüber machen kann oder sollte. Dann Marco, bitte. Ja, guten Abend erstmal. Ja, was viele halt nicht wissen und nicht verstehen, und das hängt ganz simpel an Bildung, ist, dass du dich von der freien Wahl, von der freien Möglichkeit, von du kannst und du darfst über den Sozialismus, also über den Weg zum Sozialismus, weil das ist das Problem, es passiert schleichend, und der Sozialismus hat auch sehr oft Zeit, und zwar über Jahrzehnte und länger, wirst du dich entwickeln hin zu du wirst und du musst. Und alles, was sich in der Gesellschaft damit automatisch dreht, inklusive der Einstellung, wird eben dazu führen, dass alle über kurz oder lang eben deutlich weniger haben. Ihr habt vorhin schon angesprochen, dass eben die Wirtschaft deutlich nach unten gefahren wird. Das wiederum hängt mit dem Korporatismus zusammen, weil jeweils der Korporatismus auch ein zwingender Wegpfeiler ist, an dem man vorbei muss. Und der wiederum macht es ganz einfach nicht möglich, dass du eine Konkurrenz hast, weil du kannst mit niemandem Konkurrenz aufnehmen, der staatlich subventioniert wird, beziehungsweise staatlich gehalten und getragen wird. Denn wenn der zu groß ist, also too big to fail, dann wird er auch automatisch too big to bail und in fast allen Fällen auch too big to jail. Also den kriegst du weder in den Knast, den kriegst du weder rechtlich gegriffen noch wirtschaftlich gegriffen. Und damit hast du eine völlig neue Klasse geschaffen, die ist ganz simpel unangreifbar. Und dass das ein zwingender Wegpfeiler ist in den Sozialismus, das verstehen ganz viele nicht. Und das hängt meiner
klaren Auffassung nach an Bildung. Und da sollte man auf jeden Fall drüber sprechen. Und dass jemand, der eben diese Bildung nicht hat oder noch nicht haben konnte, weil er eben noch Jugendlicher ist und dann der dem Sozialismus eben romantisiert, das ist erstmal per se logisch, weil sozial wollen alle sein, aber eigentlich müsste es Asozialismus heißen, weil viele eben nicht wissen, was rauskommt. Und das Ende ist immer das Gleiche, ist immer vorherbestimmt. Das wollen aber die Leute eben nicht sehen, sondern auf dem Weg dorthin werden sie einfach peu à peu geknechtet. Und Antoine, du hast es ja vorhin mit der Wegzugsbesteuerung schon erwähnt. Das ist auch nur ein kleiner Eckpfeiler, den die Leute auch teilweise nicht mal merken oder begreifen, dass so etwas da ist und existiert, welche Funktion es haben wird, wenn es denn zum Tragen kommt. Und viele von unseren Gesetzen begreifen die Leute eben eigentlich gar nicht, wofür sie da ist, aber sie werden später genutzt, um das zu legitimieren, was man eben dann durchsetzen will, weil die Leute haben ja diese Gesetze bereits schon geformt. Sie sind ja da. Alles, was man eigentlich braucht, um hier wieder den neuen Faschismus einzuführen, liegt eigentlich schon da. Man muss sich nur noch bedienen. Allerdings muss man das ja so verkaufen, der breiten Masse, dass es getragen wird, dass es nicht zum Aufstand kommt. Und deshalb passiert das Ganze schleichend, weil der Mensch ist ein Gewohnheitstier und muss peu à peu an die jeweiligen Stufen gewöhnt werden, bis er die eben akzeptiert und dann kann es weitergehen. Vielen Dank. Hier hat jemand gefragt, wann komme ich dran? Ihr müsst die Hand heben, bitte. Das muss dann auch ersichtlich sein. Wenn ihr nach oben kommt, würde ich euch auch bitten, dann gleich die Hand zu heben, damit man sieht, dass ihr sprechen wollt. Antoine? Ja? Für die neuen Nutzer, die am Laptop sind, da kann man die Hand nicht heben. Das ist leider kein Erkennungsmerkmal mehr. Crazy. Okay, dann möchte ich Sarah bitten, dass die Leute, die nach oben kommen, automatisch in die Reihenfolge der Sprecher kommen. Der Norbert müsste dann mal vorgezogen werden, weil er schon Ewigkeiten hier wartet, ohne die Hand gehoben zu haben. Das wusste ich leider nicht. Und natürlich auch für alle anderen. Und wenn ihr fertig gesprochen habt und hier oben voll ist, dann kann es sein, dass die Sarah euch dann runterwirft. Das ist aber nicht böse gemeint. Dann könnt ihr jederzeit wieder nach oben kommen, damit wir hier auch Platz haben für neue Sprecher. Vielen Dank. Ja, ich habe jetzt auch gerade eben erst erfahren, dass die Leute am Desktop nicht die Hand heben können, weil ich gerade eine Nachricht dazu bekommen habe. Tut mir leid an der Stelle, aber ja, dann wäre jetzt Norbert dran. Ah ja, danke schön. Guten Abend erstmal. Ich habe einen anderen Erklärungsansatz über Sozialismus. Da muss ich erstmal schauen, dass ich den rüberkriege. Also Sozialismus fängt für mich schon bei der Staatsgründung an. Das betrifft auch einen Minimalstaat. Man muss sich da erstmal mit dem Charakter und der Anatomie beschäftigen, was überhaupt ein Staat ist. Und damit meine ich jetzt keine Drei-Elemente-Lehre, was so in der Politikwissenschaft rumgeht, weil das ist ja nur ein Modell. Modelle stimmen nie, sondern wir müssen uns die Frage stellen, was ist ein Staat wirklich? Was macht ein Staat aus? Und da kann man sagen, ein Staat hat immer eine Gesetzgebung, egal ob das jetzt ein Parlament ist oder ein Diktator, spielt keine Rolle, hat immer eine Gesetzgebung und eine Exekutive, die dann die Gesetze durchsetzt. Das ist jetzt ja wirklich bei jedem Staat so, egal auf der ganzen Welt. Und diese Gesetze werden eben mit Zwang umgesetzt. Das heißt, das ist keine Geschichte, wo man irgendwie einen Konsens gehabt hat oder wo man sich auf irgendwas geeinigt hat, sondern es ist immer Willkür. Das heißt, was man da charakterisieren kann, ist immer ein Zwang. So, deswegen ist die Frage,
wofür ein Staat gut ist, immer gleichzusetzen mit was Zwang, wofür Zwang gut ist. Also die Frage ist, wofür ist Zwang gut? Ja, da freuen sich dann normalerweise die Kriminellen drüber. So. Ja, ich weiß, das muss man erstmal sacken lassen. Aber so kann man das erstmal erklären. Also bevor deine Ausführungen jetzt zu lang werden, das ist ein super wichtiger Punkt, ja, mit dem Zwang, ist klar geworden. Red ruhig noch ein bisschen weiter, aber versuch dann nicht die gesamte Staatsgeschichte aller Staaten. Nur weil jetzt gerade so viele Hände oben sind. Ne? Aber der Punkt ist interessant. Ich brauche nicht lang. Kannst du noch ein bisschen langsamer reden? Hafenmeister, bitte keine Beleidigung, sonst muss ich dich leider runterschicken. Also ich habe jetzt einen biologischen Ansatz, darüber zu denken. Der Staat ist für mich ein Ausbeutungsvehikel. Und wenn wir jetzt irgendwelche Leute haben, die zur herrschenden Klasse gehören, ganz normal, dann ist ja selbstverständlich für Leute, die den Staat irgendwie nutzen können, um da was rauszuziehen, dass sie den auch dafür benutzen. So, und da fängt für mich die biologische Erklärung an, weil sie können ja diesen Staat als parasitäres Element benutzen. Ganz normal, biologisch. Nicht als moralischen Vorwurf. Und das bildet dann eine Lebensnische für die Leute, die von dem Staat profitieren können. Das Parasitäre. Für die anderen, ja, also für die herrschenden Klassen ist das so, für die nicht herrschenden Klassen, die bilden dann die Opfer der herrschenden Klassen. Und damit das funktioniert, muss der Staat ein gutes Bild kriegen. Also die müssen getäuscht werden. Die müssen den Staat für gut halten, für notwendig und für nicht hinterfragbar. Und genau da sind wir ja auch. Ne? Und man darf das nicht hinterfragen. Das möchte ich auch hier nochmal betonen. Das macht hier auch niemand. Na, niemand hinterfragt hier den Staat, nur für alle, die jetzt mithören. Weiter in der Reihenfolge, bitte. Vielen Dank, Norbert. Krautex ist jetzt schon länger drin und sie hat sich jetzt erst gemeldet, deswegen, ja, bitte. Hi, jetzt habt ihr mich ganz rausgebracht mit der Kritik am Staat. Guten Abend erstmal. Ich muss sagen, ich würde für mich nochmal ganz scharf unterscheiden zwischen denen, die also Sozialismus verbreiten und durchsetzen wollen, also zum Beispiel Medien, Politiker und Otto Normal oder die ganz normalen Menschen, die diese Ideologie supporten. Weil ich der Meinung bin, dass viele das vielleicht supporten oder die Mehrheit sogar und es nicht mal merkt. Also ich glaube, die Leute sind gar nicht so reflektiert und nehmen das überhaupt so wahr. Ich glaube, das ist ein Trend, dem ganz viele einfach folgen. Weil das jetzt propagiert wird, dass das jetzt eben die richtige Geisteshaltung ist. Und alles andere, das ist ja hier auch schon angeklungen, ist eben egoistisch, nicht sozial, ungerecht, ja, umweltschädlich. Also da gehört ja homophob. Also das wird ja alles so irgendwie zusammengepackt. Ne? Und ist das eine psychische Erkrankung? Also das muss ich verneinen. Und ich arbeite mit psychisch Kranken zusammen, muss ich sagen. Und ich finde das ein bisschen unfair, die Formulierung unglücklich gegenüber meinen Klienten dann. Denn die haben alle, oder ja, sage ich mal, das Pech, dass die sich dafür ja nicht entscheiden können oder auch dagegen entscheiden können. Und ich sage also theoretisch, wenn man sozialistisch eingestellt ist oder das supportet, dann hat man ja irgendwie eine Wahlmöglichkeit. Ne? Man kann zumindest irgendwie in Selbstreflexion vielleicht bei sich theoretisch feststellen,
dass man sozialistische Gedanken hat oder Ansichten und so und kann sich dann sagen, das will ich ja eigentlich gar nicht, ich entscheide mich jetzt bewusst dagegen. Bei einer Depression oder einer Schizophrenie, die man ja auch unter Umständen zum Beispiel auf dem ECT sehen kann, ja, kann ich nicht einfach sagen, das ist jetzt aber ungünstig, ja, ich arbeite mal schnell an mir und wechsle hier meine Einstellung und dann ist die Depression oder die Schizophrenie, die sind dann einfach weg. Also von daher würde ich sagen, eine psychische Erkrankung ist es nicht. Aber ich würde sagen, dass es auf jeden Fall, schon also pathologisch sein kann, wenn ich ständig meine Nase in die Angelegenheiten von anderen Leuten reinstecken muss. Und es geht ja wirklich so weit, dass man Leuten ja vorschreiben will, also nicht nur, wie sie leben, was sie essen, wie sie sich verhalten, sondern man will ja wirklich ganz tief in die Leute eindringen mit dieser Ideologie und die dazu bewegen, dass sie sogar so denken und fühlen, ja, wie wir das also für richtig halten oder vorgeben als Sozialist. Also ich bin keiner, um Gottes Willen, aber ne, von deren Seite aus. Und das finde ich also ganz massiv übergriffig. Und sowas machen natürlich, du hast es auch in einem Video schon gesagt, Antoine, das ist was Narzisstisches auf jeden Fall. Ja, also wenn ich sage hier, ich weiß, was das Richtige ist und ich zwinge dir das jetzt einfach auf. Ja, das ist also gesund, ein gesunder Mensch, der mit sich im Reinen und im Gleichgewicht ist und weitgehend mit sich selbst auch zufrieden ist, behaupte ich. Der hat dieses Bedürfnis gar nicht, sich in die Angelegenheiten von anderen so extrem einzumischen, in die Denkweise, in die Einstellung, in das, was er ist, was er macht, was er tut. Und auch der hat auch nicht das Bedürfnis, dem anderen was wegzunehmen und es irgendjemand anderem umzuverteilen. Also das ist für mich dann durchaus auch pathologisch. Dankeschön. Vielen Dank. Dann Carsten, bitte. Jo, hi zusammen. Also mich hat vorhin auch das Opfer-Highlighting ziemlich berührt. Als kleines Beispiel haben wir da den Kindesmissbrauch. Und ich finde, viele Helfer, die sich da einschalten, sind einfach zusätzliche und überflüssige Personen. Ja? Also wenn wir das Wirkung-Ursache-Prinzip sehen, das Opfer leidet unter der Wirkung und der Täter ist die Ursache. Der Helfer haut einen Spot auf das Opfer, erhebt sich selber aber eigentlich zur wichtigsten Rolle in dem Ganzen. Wir bräuchten eigentlich nur die Strafverfolgung und haben eine Gesetzgebung, findet man aber häufig, dass eben genau diese Personen sich ins Rampenlicht stellen, quasi wie Marktschreier. Und man bräuchte die oftmals gar nicht. Ich weiß nicht, man kennt es so aus dem normalen Leben. Leute arbeiten vor sich hin, alles funktioniert und dann kommt irgendjemand, der alles an sich reißt. Und eigentlich hat es bis dato alles ganz gut funktioniert. Ja, und es mag sein, dass es einfach nur Anerkennungsbedürfnis ist. Oftmals haben auch Leute mit einem Helfersyndrom dieses Anerkennungsbedürfnis und jetzt ist er, glaube ich, weg. Der Julian vorhin was dazu gesagt, ja, wie man denn mit diesen Menschen umgeht. Und ich habe eigentlich kein Bedürfnis daran, Menschen zu therapieren. Ich versuche immer solchen Menschen keine zu große Bühne zu geben, beziehungsweise die irgendwie zu beschäftigen. Jo. Also Beschäftigungstherapie wäre dein Ansatz. Ja, also man kennt es als Ärzte oder Rettungssanitäter lernen das oft. Es kommen sehr, sehr häufig Laien aufs Spielfeld, die dann sich wichtig machen und man lernt eigentlich in jedem Kurs, dass man den Leuten als erstes eine Aufgabe gibt, damit sie nicht so viel Schaden anrichten. Genau. Vielen Dank. Nächster in der Reihenfolge wäre Hafenmeister. Ja, der hatte irgendwie so auch Probleme mit dem Mikro. Also du kannst auf jeden Fall sprechen. Wenn es jetzt nicht funktioniert, dann kommst du dann als Nächster dann dran. Wer wäre dann nach Hafenmeister? S.E.
Okay. Bei dem. Moin. Da ist er, da ist er. Ja, beginnen wir einmal damit, dass Sozialismus medial indoktriniert ist. Irgendwer sagte das gerade, das von den Medien verlangt. Das ist ein Mythos. Das ist ein sogar weitreichender Mythos, denn ich glaube, in Deutschland haben wir keine Gruppe, die medienskeptischer ist als die AfD. Ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig. So, jetzt ist aber ein Björn Höcke in der Honigwabe und sagt im Gegensatz des Parteiprogramms, einfach vielleicht, weil er nicht lesen kann oder weil er irgendwann mal was Schweres an den Kopf bekommen hat, man weiß es nicht, er möchte den preußischen Sozialismus. Das bedeutet, selbst in medienkritischen Gruppen haben wir stramme Sozialisten drin. Warum ist dem so? Weil das Angebot der leistungsfreien, ja, des leistungsfreien Lebens ist ein dermaßen verführerisches. Das ist ja auch der Grund, warum wir gerne alle reich wären. Ja? Jeder wäre gerne reich. Warum? Weil in dem Moment, wo wir reich sind, können wir eigentlich Arbeit und Zwang und Pflicht ab ACTA legen und dasselbe bietet der Sozialstaat. So, und Höcke möchte auch dasselbe bieten. Natürlich funktioniert das nicht, das wird immer scheitern, egal ob der Sozialismus von einem Geschichtslehrer aus Thüringen kommt oder von einem Kinderbuchautor aus Schleswig-Holstein. Das spielt überhaupt keine Rolle. Sozialismus scheitert immer. Aber es ist halt nicht medial auf gedrückt. Das ist tatsächlich ein Virus, es ist eine Geisteskrankheit. Eine Geisteskrankheit, die jedwede Vernunft ad absurdum führt. Und zwar, indem sie den Leuten einredet, du bist insofern etwas Besonderes, dass der Rest der Gesellschaft irgendwie dafür verpflichtet ist, dich zu unterhalten. Einfach dafür, dass du in der Lage bist, mit deiner Lunge Sauerstoff in CO2 umzusetzen. Und diesen Gedanken bekommt man aus den Deutschen nicht raus. Und die Deutschen sind da explizit. Ich meine, wir leben gerade zum dritten Mal im Sozialismus in einer Zeitspanne von 100 Jahren. Nenn mal mir jemand ein anderes Land, in dem das so geisteskrank vonstatten gegangen ist. Ja, es ist ein deutsches Problem. Und an der Stelle, Markus Krall steht ja auch oben mit drinne. Ich persönlich, sobald die Markus-Krall-Partei da ist, werde von der AfD zur Markus-Krall-Partei wechseln. Wieso? Weil eine Partei, die als Wirtschaftspartei gegründet wurde, ja, und dann aber Sozialisten zulässt und die unwidersprochen ihren Sozialismus spreaden lässt, die ist nicht wehrfähig. Die ist genauso wenig wehrfähig, wie es Deutschland gegenüber den Sozialisten war. Die ist so wenig wehrfähig, wie es die CDU gegenüber Merkel war. Und ja, ich sage das hier, Höcke ist der Merkel der AfD. Und diesen Dingen muss man entgegenwirken. Und dann nochmal ein letzter Punkt. Die Markus-Krall-Partei wird ja aus der AfD kritisch beäugt. Eine neue rechte Partei und. Das ist ganz, ganz schlimm. Und da sieht man, dass viele, nicht alle, die wenigsten oder ein Teil, ich kann es nicht genau sagen, wie viel Prozent es sind, auf jeden Fall nicht die Alice Weidel-Anhängerin. Alice Weidel ist eine zutiefst vernünftige Frau, die ich auch als Kanzlerin akzeptieren würde. Aber der Teil in der AfD, die sozialistisch sind, die erkennen auch nicht, dass eine zweite rechte Partei nichts anderes ist als Konkurrenz im rechten Spektrum. Und was ist Konkurrenz? Konkurrenz ist gut fürs Geschäft. Konkurrenz bedeutet, ich muss bessere Lösungen liefern, um eben das Geld einzunehmen. In dem Fall wären das Geld die Stimmen. Und die Panik in vielen Bereichen der AfD zeigt ja, dass man sozialistisch denkt, dass man denkt, man müsse der Einzige sein. Und für jeden, der dennoch Höcke-Fan ist, den empfehle ich einfach mal zu lesen, was zur Hölle ist preußischer Sozialismus? Ja, das ist eine geisteskranke Ideologie, wie jeder Sozialismus. Aber der Unterschied zwischen preußischem Sozialismus und normalen Sozialismus ist im Großen und Ganzen nur der, dass der preußische Sozialismus dir nicht mal vorlügt, dass du hier der Souverän bist, sondern er sagt ganz klar, du hast einen König und du hast ihm zu dienen. So. Und damit bin ich dann auch in meiner ersten Runde durch. Dankeschön. Vielen Dank. Hafenmeister kann es jetzt gern noch mal probieren. Okay, wenn es nicht klappt, dann käme jetzt Manuel dran. Ja, hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Und ich würde die Frage des Spaces, ist Sozialismus eine Geisteskrankheit, eindeutig mit Ja beantworten. Und zwar, weil die Menschen, die Sozialisten, ich glaube, der allerüberwiegende Teil, sie lebt eine Intuition aus und diese Intuition macht sie für eine Gefahr für sich selbst und aber vor allen Dingen auch für ihre Mitmenschen. Und demnach würde ich sagen, es ist schon eine Geisteskrankheit. Und aber die Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur erster Schritt zur Besserung. Insofern würde ich da vielleicht mal, woher diese Intuition, dieser Sozialismus, woher da kommt. Und zwar glaube ich, dass das ganz tief in uns veranlagt ist aus Zehntausenden Jahren von Evolution.
Ja, das ist unser intuitives Verständnis darüber, wie wir als Menschen miteinander umgehen. Das ist der Sozialismus. Aber man bedenke, in welchem Kontext das passiert ist, in welchem Kontext sich diese Intuition entwickelt hat. Das war, wo wir mit unseren Mitmenschen von Angesicht zu Angesicht umgegangen sind. Wir konnten, wenn wir gesehen haben, dass sie großzügig waren, ihnen dankbar sein. Wir konnten, wenn wir gesehen haben, dass sie irgendwem was getan haben, ihnen nachtragend gegenüber sein. Wir konnten all diese intuitiven zwischenmenschlichen Interaktionen konnten wir eben ausleben, und sie haben dann auch in dem Kontext funktioniert. Aber jetzt haben wir ein anderes Verständnis über zwischenmenschliche Interaktion auch entwickelt in den letzten, sagen wir mal, 2000, 3000 Jahren. Und das ist eben das Recht, ne, mit dem Privateigentum, mit dem arbeitsteiligen Gesellschaft. Und das ist vor allen Dingen darauf ausgelegt, dass wir die Leute eben nicht kennen, dass die Leute für uns anonym sind, dass wir nach jeder Transaktion mit diesen Leuten auch quitt sein müssen, ja, und eben nicht irgendwo eine mentale Buchhaltung darüber machen können, okay, dieser, der hat das für mich getan, der hat das für meine Schwester getan, der hat hier meinen Sohn so und so geholfen, das zahle ich ihm 10 Jahre später wieder zurück. Das geht alles nicht, wir kennen die Leute nicht. Aber jetzt haben wir halt leider diese Intuition aufgebaut. Was heißt leider? Wir haben ja immer noch unsere Freunde und unsere Verwandtschaft auf der Ebene, wo das auch immer noch Sinn macht, so miteinander umzugehen. Aber die Fehlintuition ist, oder die fehlgeleitete Intuition ist halt auf gesellschaftlicher Ebene. Ja, wenn wir jetzt damit mit Fremden zu tun haben und so tun, als ob die Teil unserer Sippe wären, dann, ja, dann machen wir uns verwundbar. Wir werden ausgebeutet. Oder wir sehen nicht, dass Leute eben uns ausbeuten, oder das funktioniert einfach nicht. Also und da ist jetzt vielleicht die Frage, okay, kriegen wir es hin, dass diese sozialistisch denkenden Menschen, die eben das Recht nicht ganz verstehen, ob sie sich zurückhalten und ihren Sozialismus wirklich nur ausleben auf kleinere Ebene, auf Ebene von, sagen wir mal, maximal 100 Menschen. Diese berühmt-berüchtigte Dunbar-Zahl ist das für jemand, der das nachschauen möchte. Und naja, ich bin nicht so optimistisch, wird nicht zu meinen Lebenszeiten passieren, aber wie gesagt, der Selbsterkenntnis ist der erste Schritt, und vielleicht kommt er ja weiter, und wir können so den Sozialismus in der Zwischenzeit ein bisschen eindämmen. Vielen Dank, Manuel. Dann käme jetzt Marco dran. Oh, jetzt schon. Der Schwenk war gar nicht so verkehrt, den hätte ich jetzt ebenfalls durchzogen. Und zwar Psychologie und Soziologie. Weil ich hatte ja vorhin schon den Take gebracht bezüglich der Bildung. Für mich ist die Überschrift, ist Sozialismus eine Geisteskrankheit, die würde ich auch mit Nein beantworten. Bitte etwas näher ans Mikrofon. Sekunde, ich... Hat sich da was verändert, verbessert? Naja, red weiter, man hört dich. War nur ein bisschen leise. Okay. Für mich ist halt der Sozialismus auch keine Geisteskrankheit. Sie wird aber zu einer Geisteskrankheit, wenn man eben sich so stark in Abhängigkeiten begibt, dass man dort halt auch nicht wieder rauskommt. Dann ist es zwar nicht die Initialzündung über eine geistige oder physische Krankheit eben zur Unfähigkeit, aber man begibt sich eben so lange und so stark in Abhängigkeiten, dass man dann nicht mehr aus dieser Position herauskommt. Und dann ist es vergleichbar mit einer Geisteskrankheit. Und das sehe ich halt auch bei ganz vielen so, dass egal auf welcher Ebene man das versucht, eben soziologisch oder psychologisch zu betrachten, dass dort immer wieder eine Sogwirkung herrscht und die Leute, wie eben schon erwähnt, versuchen, ohne Leistung an Leistung heranzukommen. Weil jemand anderes muss ja etwas tun oder etwas produzieren, damit man selbst davon zehren kann. Und man muss sich halt peu à peu dieser Richtung eben nähern, dass man überhaupt erstmal ganz bestimmte Sachen klärt. Wie zum Beispiel eben wurde arbeitsteilige Wirtschaft angesprochen. Die arbeitsteilige Wirtschaft ist sowohl marktwirtschaftlich als auch
psychologisch und soziologisch eine sehr interessante Sache und übrigens schon mindestens 5000 Jahre alt, weil wer Geldgeschichte sich dafür interessiert, weiß, dass wir Gold schon mindestens seit 5000 Jahren als Geld, als Wertespeicher benutzen. Und der würde keinen Sinn machen als Wertespeicher, wenn eben kein marktwirtschaftliches Konzept dahinter liegen würde. Und das ist für mich halt auch der Urknall der freien Marktwirtschaft. Ja? Und viele sehen auch das Gegenteil vom Sozialismus im Kapitalismus. Nur der Kapitalismus ist letzten Endes auch nur ein Ismus, dem der freie Markt zwar nachgesagt wird, wo es aber faktisch eben keinen freien Markt gibt. Und genau das ist unser Status jetzt. Es wird ja auch ganz viel von ganz vielen von Kapitalismus gesprochen, dass das eben jetzt der Fall ist oder Turbokapitalismus, aber den haben wir eben nicht, weil das würde einen freien Markt voraussetzen und der ist nicht frei, weil jede Art von Verbindung vom Staat, die mit Unternehmen oder mit einzelnen Individuen eingegangen wird, ist eben dann jemanden herauslösen aus dem freien Markt, aus dem Konkurrenzprinzip. Und da bin ich ja vorhin schon drauf eingegangen und würde an der Stelle auch schon mal abbremsen, weil bei vielen verschiedenen Thematiken, sobald die eingeflochten werden, kommt ein größerer Teil ganz einfach nicht mit, weil sie das Vorherige noch nicht für sich verinnerlicht und akzeptiert hat. Und dann ist das jede weiterführende Thematik einfach überlastend oder es wird einfach überhört. Ich wäre erstmal durch. Vielen Dank, Marco, für die sehr interessanten Ausführungen. Es wurde auch hier im Chat zum Space geschrieben, Sarah, mein Co-Host, hätte eine tolle Radiostimme. Ja, der Meinung bin ich auch. Und vielleicht auch ein richtig geiles Mikro. Ja, und da sie vielleicht irgendwann mal eine Radiosendung macht, sie ist ja noch jung, weiß man ja nicht, bitte ihr auch auf jeden Fall folgen. Vielen Dank, Sarah. Wer ist als nächstes? Sehr, sehr lieb. Vielen Dank für das Kompliment. Mein Mikro sind tatsächlich einfach nur Kopfhörer. Aber ja, nächster wäre dann Cyril. Ja, auf jeden Fall ist eine Krankheit im System vorhanden, ob jetzt das eine Geisteskrankheit ist, ist dahingestellt, aber das System ist insofern krank, dass man sich über jemand anderem erhebt und eigentlich sich als sozial hinstellt und eigentlich am anderen etwas wegnimmt und es umverteilt. Das ist ja eigentlich asozial. Also es geht in eine Falschdarstellung rein und von dem her ist schon auch im Äußeren kann es zu einer Geisteskrankheit werden. Und was halt das Problem ist bei diesen riesen Staatsapparaten, ist der massive Missbrauch, weil sich sehr viele Leute auch bereichern können und die sehr schnell zu Geld kommen können, während die anderen eigentlich massiv betrogen werden. Also ich sage immer, Arbeit ist ja nichts anderes wie der Lebenszeit. Und eine Leistung, und du trägst eine Leistung und die wird einfach mal 50 oder knapp die Hälfte wird dir einfach weggenommen, wird umverteilt und du hast am Schluss eigentlich, obwohl du dich an die Regeln hältst, hast du weniger wieder diejenigen, was sich nicht an die Regeln halten. Und das ist ja genau das, was die Gesellschaft auch so dermaßen spaltet. Und deshalb wird es jetzt sehr wahrscheinlich auch eher wieder einen Rechtsrutsch geben auf die konservative Seite, weil die Leute merken ja, dass das System, was zurzeit ist, nicht wirklich funktioniert, weil die Leute, denen geht es jetzt definitiv an die Existenz und denen ging es ja vorher einigermaßen noch gut, aber vielen geht es halt nicht mehr so gut und die merken jetzt ja wirklich, dass es ihnen ans Geld geht und wenn sie jetzt mal schauen, wie viel Geld, das sie eigentlich abgeben müssen, einfach mal so, für etwas, was sie eigentlich null Gegenleistung haben, dann ist natürlich klar, dass die Menschen anfangen umzudenken. Oder man kann es zumindest hoffen und dieser Sozialismus-Trend halt nicht mehr verfolgt wird. Dann käme jetzt Frau Go dran. Ja, meinen schönen guten Abend in die Runde. Ich hoffe, alle sind bei physisch und psychisch guter Gesundheit, bei dem, was in den letzten Jahren so hier in Deutschland läuft.
Also meine Einstellung zu unserem Staat, also ich stelle den ganz, ganz stark in Frage, weil ich schon festgestellt habe in den letzten, sag ich mal, 30, 40 Jahren, dass wir eigentlich von vorne bis hinten belogen werden, in den meisten Dingen. Die normal arbeitenden Menschen, die wirklich die Hälfte ihres Gehalts für Steuern weggefressen bekommen vom Staat, werden dann obendrein noch als souverän angelogen von vorne bis hinten und mehr oder weniger betrogen. Wenn ich jetzt den Sozialismus bzw. den Kommunismus beobachte oder bewerten würde, dann würde ich, wenn ich mir das Buch vorstelle von Karl Marx und Engels, der reine Kommunismus, so wie er von denen aufgeschrieben ist, hat in vielen Teilen gute Ansätze. Keine Frage. Und wenn man den reinen Kommunismus vielleicht so leben würde, wie er vielleicht mal gedacht war, dann wäre er vielleicht keine so schlechte Sache. Allerdings ist auch der Kommunismus, egal ob der jetzt in China oder wo auch immer gelebt worden ist, auch nur korrumpiert worden. Also Individuen von Menschen machen es von ihren Charakterfähigkeiten abhängig, ob sie Kommunismus, wenn er denn reinförmig gelebt würde, was Gutes bewirken würde, ist nicht möglich. Alle Menschen haben ihre Individuen, ihre Fähigkeiten, ihre Charakterschwächen, ihre Stärken. Alle sind korrumpierbar durch Geld, durch Macht, durch ihre Verhaltensweisen, sich dann auf Kosten der Minderheiten zu bereichern, die wirklich dann arbeiten ohne Ende. Und dann, wenn ich zurückblicke, in wie vielen Dingen wir von den, vor allen Dingen von unseren Regierungen in den letzten 40, 50 Jahren regiert worden sind, die uns mit einer Scheindemokratie von vorne bis hinten belogen haben. Das ist die einzige Erkenntnisanalyse, die ich jetzt getroffen habe in den letzten 30, 40 Jahren. Da wird einem nur noch Angst und Bange. Und deswegen kann ich eigentlich nur hoffen und beten, dass jeder Mensch, egal was vor allen Dingen für mich von den satanischen Medien kommt, die wirklich manipulierend von vorne bis hinten belügen, um den Bürger in eine Richtung zu drängen, in den sie den haben wollen, dass die wirklich alles hinterfragen und wirklich von mehreren Seiten beleuchten und von allen möglichen Gesichtspunkten beobachten, bevor die da irgendwas glauben. Weil das, was hier in den letzten 30 Jahren hier bei uns passiert, kann ich nur noch als verrücktes Absurdum auszeichnen, was ich eigentlich für unmöglich halten würde. Dankeschön erstmal. So, Sultan, bitte. Wunderschönen guten Abend. Vielen, vielen Dank, dass ich sprechen darf. Und vielen Dank an Antoine. Ich habe dich vorhin in meinem Tweet schon gefeiert für deinen Aktionismus. Finde ich wunderbar. Mein Beitrag zu deinem Titel ist Sozialismus eine Geisteskrankheit. Ja, die Begriffsdefinition, die ist sehr weitreichend. Fehlgeleitet wäre eins der Begriffe, die den Begriff Geisteskrankheit in Verbindung mit Sozialismus, finde ich, die passendste Form an der Stelle ist. Denn Sozialismus ist eine Gesellschaftsform, eine Art der Menschenhaltung, die auf eine Planwirtschaft basiert. Und genau da ist eben genau der Begriff fehlgeleitet richtig, weil man als Sozialist davon auslegt, beziehungsweise grundlegend davon überzeugt ist, dass man Mitmenschen vorzuschreiben darf, wie sie zu leben haben. Den Menschen die Freiheit nehmen zu wollen, ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Denn freier Handel, genau das Gegenteil also, führt zu Würde und Fortschritt, und zwar für alle Beteiligten. Und bekanntermaßen heißt es ja eigentlich auch, dass die Würde unantastbar ist. Das Gegenteil von Sozialismus ist eben diese freie Marktwirtschaft, also die freie Art der Menschenhaltung, die auf Sitte basiert. Und die Sittenwidrigkeit ist zum Beispiel ein Bestandteil von unserem BGB, von unserem Handelsrecht, was eigentlich ständig missachtet wird. Sitte ist eben Charakter, Benehmen, Vernunft und sowas gemeint. Verträge frei zu gestalten und das eben mit Sitte und ohne Wucher und so weiter und so fort, diese Verträge einzuhalten und bei Konflikten eben dann vor freien Gerichten diese zu verwalten oder zu regulieren, das ist eben das Recht eines jeden Menschen eigentlich. Ne? Wenn nun aber ein Mensch auf dieser schönen großen Erde davon überzeugt ist, anderen Menschen etwas vorschreiben zu müssen, beziehungsweise vorschreiben zu müssen, wie sie eben diese Verträge einzugehen haben, wie sie eben diese Verträge zu verwalten und zu regulieren haben, dann gibt es A, überhaupt keinen Fortschritt, ja, dann können wir auch nicht von Zivilisation sprechen.
und die Würde des Menschen wird eben aufgrund dieser Fehlleitung angetastet. Ja, get them before they get you an der Stelle. Vielen, vielen Dank für diesen Space. Danke. Entschuldigung, sorry. Ganz kurzer Einwurf vorher. Ich habe das oben auch angepinnt. Da ist ein YouTube-Video von Arte. Da habe ich geschrieben, die Geburt des Kapitalismus ist das Fundament unseres heutigen Wohlstands. Und das lohnt sich mal anzugucken. Und da habe ich eine Anmerkung dazu. Man sieht da die Stadt Amsterdam und die Niederlande zu Beginn des 17., Ende des 16. Jahrhunderts. Und ich habe mir so dabei gedacht, wie krass ist das denn, wenn ich mir das anschaue? Also da fielen dann solche Begriffe wie, die haben ein prächtiges Bürgerhaus gebaut, wo jeder Bürger Zugang hatte. Es ging sehr viel um Handel, es ging um Wohlstand, es ging um Freiheit, dass ich dachte, das ist ja echt krass, wenn ich mir diese Häuser anschaue, diese Architektur und wie die Menschen dort gelebt haben in dieser Stadt Amsterdam zu dieser Zeit um 1600, dass die tatsächlich einen Lebensstandard hatten teilweise, auch normale Menschen, aufgrund dieses Reichtums durch den freien Handel, wo viele von uns, inklusive mir, fast sagen würden, ey, die haben ja geiler gelebt als wir. Ja, und dann verstehe ich einfach nicht, wie wir 400 Jahre später in schlechteren Lebensverhältnissen sein können als die. Und dann denke ich mir, da läuft doch irgendwas falsch. Das wollte ich nur kurz einwerfen. Schaut es euch an. So, ja, würde ich, glaube ich, mal echt machen. Aber ich würde es ein bisschen anzweifeln. Also spätestens, wenn du zum Zahnarzt musst oder ja, hast du was mit deinen Weisheitszähnen oder ne, brichst dir irgendwas. Also ich glaube, in vielen Dingen leben wir eigentlich noch nie so gut wie heute. Also ich glaube, das wird jede Zeit von sich behaupten. Aber auch zu dem Punkt, also war es da nicht auch mit den Tulpen so in Amsterdam? So war das nicht mal so ein Riesending, was auch so diese ganze Wirtschaft und Börse. Ja, aber das Tulpenbeispiel ist ja sehr bekannt, aber das stellt sicherlich nur einen krassen Ausreißer einer krassen, verrückten Blase dar, die natürlich für einige nicht so geil war, aber insgesamt. Ja, da gab es schon die erste Wirtschaftskrise. Ja. Aber insgesamt gesehen, muss man wirklich sagen, da werden die Städte Amsterdam, London und New York einander gegenübergestellt und deren Aufstreben oder deren Aufbau, muss man wirklich sagen, das ist bemerkenswert. Das waren alles Leute, die gar nicht so hart gearbeitet haben, nee, sondern die Risiken eingegangen sind, die kreativ waren und die vor allem frei gehandelt haben. Da ging es auch nicht um Sklaventum oder Ausbeutung oder sowas, sondern da ging es wirklich nur um freien Handel. Gut, aber die hatten ja schon im Endeffekt ja auch schon Privilegien, dass sie ja irgendwie das Geld ja auch dann irgendwie mitgebracht haben. Guck es dir mal an, das ist wirklich sehr interessant. Ich war auch teilweise wirklich verwundert. Okay. Aber jetzt nochmal, also, ich habe so ein paar Punkte halt aufgeschrieben, ne? Auch gerade vorhin so, ne, mit diesem, also alle Ismen sind scheiße. Generell alle Ismen, das ist so mein Lebenskredo, alle Ismen kannst du knicken, ja, braucht kein Mensch. Und was halt noch war, ne, du hast auch vorhin mal erwähnt, und wir werden gesund werden, 120 Jahre alt und tralalü, am Ende stirbt aber trotzdem keiner gesund, ne, also. Und ich glaube, dann auch so ein Leben genießen können und genießen und gesund. Wieso kann man nicht gesund sterben? Weil dein Körper ja automatisch anfälliger wird im Alter und du dir dann eher meistens durch irgendwas... Ja, es kommt auf die Definition von Krankheit an, ne? Also wenn du alt werden nicht als Krankheit bezeichnest, es gibt ja auch Alte, die werden einfach sehr müde, sehr dünn, vergesslich, aber sie leiden nicht unter Schmerzen. Also es ist ja so, als Beispiel mal diese Krebserkrankung. Nein, aber sie sterben an einem, was weiß ich, am Ende dann doch an einem Hus. Also an ja, aber das geht dann eben schnell. Das geht dann eben schnell, ne? Und es ist dann auch nicht begleitet von
endlosen Schmerzen, die mit Morphium behandelt werden müssen, über Monate oder über Jahre. Also das ist dann, würde ich sagen, ein natürliches Sterben. Und ich glaube schon, dass das möglich wäre, dass wir maximal alt werden mit einem minimalen Anteil an Leid. Ja, und das ist aber halt auch die Frage, weil das ist immer halt sehr individuell, ne? Weil der eine wird 98 und der andere, oder ne, wie meine Oma, die ist mit 74 verstorben. Also das, da steckt ja jeder anders drin. Und ob das dann auch so das Lebenswürdige ist, am Ende, was weiß ich, 20 Jahre quasi nur noch auf Pflege anderer angewiesen zu sein. Nee, eben nicht. Das ist nicht gesund alt werden. Gesund alt werden ist, wenn du mobil bleibst, wenn du fit bleibst und halt irgendwann an einem Infekt oder einem Infarkt oder irgendwas stirbst oder dass du eben sehr langsam dann so müde wirst, ausgemüht. So einfach diese klassische uralte Oma aus Japan, die auf ihrem Sessel sitzt und dann keine Zähne mehr im Mund hat und vor sich hin kichert, ne? Und irgendwann ist er halt eingeschlafen. Also das gibt's ja schon. Ja, gut, das ist aber auch dann, wie das bei denen da so ist, zumindest mal auch. Das ist ja auch ein witziger Punkt, ne? Das ist eine ganz andere Kultur, Tradition, auch eine Sichtweise, was so diese ältere Generation betrifft, dieser Respekt, ne? Die man da so gesellschaftlich hat, das wir ja nicht haben, irgendwo ja auch, ne? Da wird ja schnell alles abgetan als, ne, alt und weiß und wird ja nicht mehr so viel vollgenommen. Also ob das dann auch so gut ist oder so. Weiß nicht, wie das bei den Einzelnen so ist. So, manchmal betrifft, habe ich auch schon das Gefühl, ich werde jetzt 40 und da wirst du schon so, fühlst du dich schon so, ja, so altes Eisen, ne? Kommst ja gar nicht mehr hinterher. Das macht der Sozialismus. Ja, keine Ahnung. Ja gut, okay, jetzt schweifen wir ab. Also was wolltest du noch sagen? Ja, aber noch zu vorhin auch zu diesem Denunziantentum, das ist ja auch alleine schon mehr geworden ist in diesem Sozialismus und man schwert es gerne an, mit diesen, auch diesen ganzen Meldestellen hier überall jetzt so aus dem Boden schießen, die Pilze. Da ist halt auch so dieses Phänomen irgendwo auch, sowas braucht wirklich Zeit, du brauchst Wohlstand, um dir diese Arbeit zu machen, weil wenn du, sagen wir mal, oder so umgangssprachlich, die Leute haben zu wenig eigene Probleme, dass sie sich dann genau um sowas kümmern können, dass sie, was weiß ich, stundenlang im Internet rumsuchen können, um irgendein Vergehen zu melden und das kostet Zeit, das kostet Energie, das kostet Ressourcen. Also wenn du nicht schon so lebst, dass dein Arsch schon so weit abgesichert ist, hast du eigentlich gar keine Zeit, um dir mit solchen Dingen dich wirklich dann so intensiv dann auseinanderzusetzen. Es sei denn, du hockst halt in irgendeiner Stiftung, Gremium, ja, und wirst dann dafür bezahlt. Am besten noch von öffentlichen Geldern. Ja, wichtiger Punkt, das Denunziantentum, ja. Vielen Dank. Bitte. Nächster in der Reihenfolge wäre The Bitcoin. Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Also, das ist ja schon hochgradig interessant, was ich so hören konnte bis jetzt. Meine Gedanken, also ist Sozialismus eine Geisteskrankheit? Wenn man jetzt ehrlich ist, aus meiner Sicht ist ja jedes Krankheitsbild irgendwie also zentral definiert worden und Sozialismus gehört dann ja nicht dazu. Es wäre dann wohl eher eine Art Charakterschwäche, meiner Auffassung nach. Außer man definiert den Sozialismus als Opferrolle. Und meine Gedanken dazu, warum Sozialismus für viele Menschen, vor allem in Deutschland, so unfassbar attraktiv ist, ist, beim Sozialismus nimmt dir jemand deine eigene Entscheidung ab und die Konsequenzfähigkeit, die wird vom Individuum genommen. Das bedeutet, wenn Fehler passieren, dann können die kollektiviert werden und die individuelle Verantwortung für das Scheitern, das ist dann überhaupt nicht mehr wichtig, weil man selber ist nicht gescheitert. Diese Verantwortung ist weg. Das heißt, diese Opferrolle, die könnte man vielleicht als Geisteskrankheit definieren, aber ich würde es vielleicht persönlich gar nicht machen. Ich finde, dass die meisten Sozialisten aber einen sehr geringen Anspruch an ihr eigenes Leben haben, wenn sie nicht den Drang haben, freiheitlich ihrem eigenen Wertekonzept nach ein Leben zu führen. Das könnte man vielleicht sogar als Geisteskrankheit definieren. Was mir ein bisschen aufgefallen ist bei ein paar Sachen, die gesagt wurden, wo ich dann noch ein paar Punkte zu habe, ist, dass ich das Gefühl habe, dass manchmal Sozialismus mit sozial verwechselt wird, so im Bereich zwischenmenschliche Interaktion zum Beispiel.
Und auch das Zusammenleben anonym untereinander stelle ich mir tatsächlich durch privatrechtliche, marktwirtschaftliche Verträge deutlich einfacher vor als durch einen Wasserkopfstaat, der ja eher mit einer Universalpassform versucht, jeden irgendwie so zu formen, dass er funktioniert und möglichst wenig aneckt. Daher würde ich sehen, ein marktwirtschaftlicher Vertrag zwischen zwei Parteien, die sich gar nicht kennen, die auch anonym sein können, wäre viel sinnvoller als sowas. Und auch zu den Themen, dass es keinen Kapitalismus gäbe in einem freien Markt oder umgekehrt keinen freien Markt im Kapitalismus, das können wir ja gar nicht wissen, weil sowas hatten wir noch nicht. Und auch wenn man krank wird, kann man ohne Sozialismus behandelt werden. Es gibt privatrechtliche Verträge, Krankenversicherungen zum Beispiel. Und wenn man sich vielleicht mal ganz ehrlich anschaut, was für Systeme funktionieren denn wirklich gut. Die Polizei zum Beispiel, die ich rufe, wenn in mein Haus eingebrochen wurde, die schreibt etwas in ihre Akte und fährt wieder weg. Aber wer meine ganzen Sachen, die gestohlen wurde, bezahlt, das ist die Versicherung, die ich privatrechtlich abgeschlossen habe. Das heißt, die 180 Milliarden Euro für die innere Sicherheit im Jahr gehen nicht da rein, dass mir mein gestohlener Hausrat ersetzt wird oder dass das verhindert wird, sondern dass es dokumentiert wird. Nehmen wir die Seenotrettung zum Beispiel in Deutschland, die ist absolut privatrechtlich auf Spendenbasis und zu 100% unabhängig vom Staat. Die nehmen kein Geld vom Staat. Auch das funktioniert viel, viel besser als die Küstenwache zum Beispiel. Oder wir gucken uns die Tafel an, die armen Menschen hilft. Das ist auch alles nicht steuerfinanziert. Also der Sozialismus an sich, der bringt überhaupt nicht wirklich die Lösungen. Das ist nur ein Verwaltungsorgan für eine Verteilung, die zentralisiert über Kantillon Geld verteilt, aus meiner Meinung. Vielen Dank. Vielen Dank dir. Das Phänomen, was du zu Beginn beschrieben hast, nennt man übrigens Verantwortungsdiffusion. Und das kommt natürlich auch generell zum Tragen, wenn man irgendwelchen Herrschern folgt und dann seine Verantwortung an die abgibt. Das nur dazu. Weiter in der Reihenfolge. Ja. So, dann S.E. bitte. Ja, das freut mich sehr, dass ich direkt nach The Bitcoin Boat, meine ich, ist der volle Name, sprechen darf. Wir machen auch zusammen relativ viel. Streamen mittlerweile auch auf hier auf X, kann man sich vielleicht auch mal anschauen, bald Libertäre. Deshalb finden wir uns ja auch hier in diesem, ja, in diesem Space wieder. Du kannst das gerne auch posten, ne? Du kannst das gerne posten in diesem Space und Werbung machen. Ja, mache ich gleich. Aber jetzt muss ich erstmal auf ein paar Sachen eingehen, die gesagt wurden, weil sie einfach, weil sie einfach brutal waren. Irgendwer hat gesagt, der Staat nimmt einem die Hälfte des Gehalts. Da wüsste ich gerne, in welchem Land er lebt. Also in Deutschland sind wir mittlerweile bei 75% Steuern und Abgaben. Du hast 45% schon nur bei der Einkommensteuer. Selbst wenn du dann nur regulär einkaufen gehst, kommen dann nochmal 19% auf das Überbliebene ein. Da hast du die 50% weit überschritten. Wenn du dann noch tanken musst oder vielleicht mal rauchst oder was weiß ich, die Weinbrandsteuer bezahlen musst, dann sind diese 50% schon fast wünschenswert. Also 50% Steuer in Deutschland wäre ein Gewinn für uns. Dann, Kommunismus ist gut, wenn man ihn so leben würde, wie Marx ihn mal aufgeschrieben hat. Das ist halt eine Utopie. Denn Ludwig von Mises hat vor vielen, vielen, vielen Jahren bereits bewiesen, dass der Kommunismus nicht funktionieren kann, denn der Kommunismus setzt einen Mensch voraus, der nicht existiert. Der Mensch arbeitet für sich, arbeitet dafür, dass er etwas erwirtschaftet. Mir soll mal einer erklären, warum im Kommunismus jemand 8 Jahre lang Medizin studieren soll, wenn er dasselbe verdient wie der Typ, der im Kino Karten abreißt. Ja, Studium ist, gut, selbst wenn es vom Staat finanziert wird, ist ein Haufen Arbeit, ja, während der Kinokartenabreißer am Wochenende losgeht und in der Disco Weiber aufreißt, die er dann auf seiner Matratze näher kennenlernt, sitzt der Medizinstudent in der Regel da und lernt die einzelnen Knochen namentlich auswendig. Ja, warum soll ich das machen, wenn ich im Endeffekt dasselbe raus habe? Dann kommt, Sozialismus ist keine... Ach so, ja, dann hat jemand gesagt, Sozialismus wäre eine Gesellschaftsform. Nein, Sozialismus ist keine Gesellschaftsform, es ist eben eine Ideologie. Warum ist es eine Ideologie? Weil es nicht umsetzbar ist. Es ist nicht umsetzbar, weil es einen Menschen verlangt, den es nicht gibt. Der Sozialismus ist insgesamt nicht umsetzbar, weil der Sozialismus ja Gleichheit voraussetzt. Aber da der Sozialismus nur durch Zwang etabliert werden kann, das bedeutet, Menschen, die Leistungsträger sind, müssen dazu gezwungen werden, für Nichtleistungsträger zu arbeiten, ist er nur durch Zwang etablierbar, und derjenige, der den Zwang ausübt, muss zwangsläufig über
allem anderen stehen. Sonst wäre er nicht in der Lage, diesen Zwang auszuüben. Und damit ist Sozialismus in sich ein Konzept, das nicht funktionieren kann. No, und dann zu Kapitalismus. Kapitalismus ist kein Ismus. Kapitalismus ist ein Wort, ist ein linker Kampfbegriff. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er von Marx kommt. Möge von Marx kommen, ich bin mir da bin nicht hundertprozentig sicher. Aber es ist kein Ismus. Man möge mir beschreiben, was im Kapitalismus, in einer freien Welt, in der es keinen Herrscher gibt, was da der Ismus ist. Es gibt keinen Ismus im Kapitalismus. Ja, ich könnte frei im Wald leben, ich müsste nichts kaufen, ich muss niemandem Rechenschaft ablegen, ich muss niemandem etwas zahlen. Es ist das Gegenteil von Ismus, es ist Freiheit. Ja? Das heißt, Kapitalismus ist in sich ein Kampfbegriff, ein linker Kampfbegriff. Genau deshalb verwende ich lieber Worte wie Anarchie oder freie Marktwirtschaft, weil, obwohl Anarchie ja auch schon ein geframtes Wort ist, Anarchie wird mittlerweile gleichgesetzt mit Chaos, auch völlig geisteskrank, aber spielt erstmal keine Rolle. Dann sagen wir freie Marktwirtschaft oder Privatrechtsordnung. Es gibt tausend Begriffe mittlerweile, weil uns die Begriffe ja immer kaputt gemacht werden. Und es gibt einen Grund, warum sie uns die Begriffe kaputt machen, weil unser Modell besser ist. Und jetzt nochmal zum Letzten. Würde der Sozialismus funktionieren oder hätte auch nur ansatzweise einen Punkt, wo die Leute dran glaubten, dass er funktioniert, so würden sie unser System unterstützen. Sie würden ein freiheitliches System unterstützen, weil sie in unserem System eine sozialistische Kommune gründen können. Sie wissen aber ganz genau, dass ihre Kommune keine Leistungsträger hätte. Und weil sie wissen, dass du einen Leistungsträger nur in den Sozialismus bekommst durch Zwang, wollen sie den Staat als Rückendeckung haben, um diesen Zwang ausüben zu können. Und das ist die Geisteskrankheit am Sozialismus. Man weiß, dass er nicht funktioniert, wenn er nicht durch Zwang läuft, will aber trotzdem, dass alle gleich sind, obwohl man weiß, dass Gleichheit nur, dass Gleichheit nicht erreicht werden kann, weil man diesen Zwangsausüber braucht. Ja, das ist mein Punkt zu dem, was bis jetzt gesagt wurde. Ich revidiere dann im Nachhinein nochmal was nicht gesagt wurde. Und The Bitcoin-Boot verlinkt bestimmt die Sachen, weil er technisch viel begabter ist als ich. Cleveres Kerlchen im Gegensatz zu mir, wenn es um IT geht. Dankeschön. Ich habe ja die Sorge, dass hier in diesem Space heute deshalb keine Sozialisten sprechen, weil eure Argumente so hammergut sind, dass sie sich wahrscheinlich einfach nicht trauen, was zu sagen. Aber falls jemand da ist, ihr seid auch herzlich willkommen und wir werden euch auch in Ruhe zuhören. Der Nächste, bitte. Nächster ist kritischer Blick. Ja, hallo, erstmal an den Host, danke für die Einladung. Meine erste Frage, soll ich versuchen, ein bisschen politisch korrekt zu sein, damit du dieses Mal modernisieren kannst, oder ist es dir egal? Naja, ich glaube, ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, dass bei YouTube genügt schon ein Wort wie Sozialismus und dann wird das eh nicht monetarisiert, also deshalb hau raus. Aber hab ich freie Hand. Ja, aber mach so, dass es bitte nicht gesperrt wird. Sicher, das wird ja nicht passieren. Ja. Also aus meiner Sicht, erstmal stimme ich zu 99% hier allen zu, was Kommunismus und der Sozialismus den ganzen Schwachsinn angeht, aber dass es eine Krankheit ist, ist für mich halt absoluter Bullshit, das muss ich sagen, weil also erstmal muss man zweimal Sozialismus mal unterscheiden, Sozialismus erlernt, angelernt oder Sozialismus als Ausweg aus der Nutzlosigkeit. Aus meiner Sicht auch heutzutage kann man Sozialismus auch nicht so einfach sagen, du bist Sozialist, Kommunist, auf Deutsch gesagt. Es ist zu meiner Meinung nach heutzutage zusammen, muss man an einen großen Berg denken, das ist die Woke-Religion in Verbindung mit dem Sozialismus. Die kann man nicht trennen, die sind hart miteinander verbunden zusammen. Sozusagen steht einem nichts zu und die was haben, muss es wie genommen haben, um Gleichheit zu schaffen. Wenn wir schnell zum Sozialismus kommen, ich habe hier was verlinkt, von 1980, Juri Bezmernow, bitte schaut euch das an, ist auf Englisch, er hat genau vorhergesagt, 1:1, was heute passieren wird, wirklich, 1:1. So, wir haben halt angelehrten Sozialismus und das sehen wir in den Schulen und den Universitäten, wenn schon da einem gepredigt wird, dass, wenn man da schon angefangen hat, die Noten abzuschaffen, wenn man schon Kindern sagt, wenn wir jetzt Fußball spielen, dass wir kein, wie normal ist, dass man sich challenged, dass man sieht, wer ist besser, dass man schon beim Fußballspielen nicht mehr die Tore zählt und das Ganze, man erlernt die Kinder schon, dass es nicht sinnvoll ist, dass man sein Bestes gibt. Man erzieht die Kinder und die Jugendliche zur Nutzlosigkeit. Die anderen Sozialisten, diese mächtigen Sozialisten, für mich sind das diese Leute, die zu Hause vor dem PC sitzen und sich an irgendwelchen Animes 24/7 einen runterholen und für Frauen simpen, die sie eh nicht kriegen werden. Und was sind die zusammen? Das kann man sagen, das sind schwache Männer, und man will schwache Männer entziehen, man hat schwache Männer und das am Ende haben wir keine Männer, die uns halt aus dem Sozialismus sozusagen raustragen. Also nochmal kurz zusammengefasst, ich glaube nicht, dass Sozialismus eine Krankheit ist, sondern das wird erlernt und die Leute, die
Also wir haben genug Nutzlose, sehen das als einen Ausweg aus ihrer Nutzlosigkeit. Ja, mein erster Take ist hiermit mal, ja, die nächste Runde mache ich weit. Dann ist jetzt Marco dran. Man kann dich nicht hören, Marco. Jetzt, ja. Super. Ja, wie gesagt, es wird jetzt mein letzter Take, weil ich muss gleich zur Arbeit. Irgendwie muss ich auch mein Geld verdienen. Und SE, also Hammer Beitrag. Auf jeden Fall unterschreibe ich zu 99%, weil an ein paar Kleinigkeiten kann dann sogar ich mich aufgeilen. Weil das Problem ist, dass du an, wenn wir anfangen, eben alle 68 Herrschaftsformen, und das sind garantiert noch nicht alle, weil man schreibt ja nur die auf, die man, festhalten will, die aber die Realität vielleicht deutlich besser abbilden, die lassen wir dann mal aber weg, beziehungsweise die werden nur fragmental aufgeführt. Und Kapitalismus gehört für mich da mit rein. Aber das ist eigentlich der einzige Punkt, an dem wir mehr oder weniger nicht übereinstimmen. Ansonsten Hammer-Take. Mir wird aber immer gesagt, dass ich mit den jeweiligen Thematiken zu schnell vorangehe. Und von daher, sobald man eben mit Mises oder Hayek kommt, sind die meisten schon raus, weil für Geldgeschichte interessiert sich keine Sau. Also das stimmt so nicht ganz, aber auf jeden Fall ist es jetzt kein Stoff, der so in der Nachmittagsrunde mit den Kumpels besprochen wird. Und das sollte es aber auf jeden Fall sein, weil gerade die arbeitsteilige Wirtschaft, die ist nach meines Wissens nach etwas über, auf jeden Fall über 5000 Jahre alt, weil, wie gesagt, sonst würde die Geldgeschichte eben keinen Sinn machen. Und von daher, also ich unterschreibe erstmal deinen Take und mach meinen zu Ende, weil ja, so kompakt kriege ich das jetzt nicht während der Fahrt abgebunden. Freue mich, Antoine, dass ihr hier so eine geile Runde zusammenbringt, die ihr dann jetzt sogar aufnehmt. Ich glaube, die letzten waren noch nicht aufgenommen. Sarah, nur ein kleiner Tipp, den darfst du dir quasi so annehmen, wie du das willst. Ich glaube, dein Profil ist aus irgendwelchen Gründen nicht offen. Man kann dir keine Nachrichten schreiben. Und es ist von Vorteil, dass man Host und Co-Host halt auch hinter Sprachform erreichen kann, ist aber eben bloß eine Kleinigkeit. Und ansonsten macht weiter so, weil gerade dieser Space zeigt hier, dass es auf jeden Fall in die richtige Richtung geht. Und wenn man gerade jene abschreckt, die Eigenverantwortung eben ablehnen, weil sie die Konsequenzen aus ihrem Handeln dann ebenfalls selbst fressen müssten, ist eigentlich ein gutes Zeichen. Und damit wäre ich durch. Es gibt auch so ein berühmtes Video von dem Stift, wo der da irgendwie erklärt, wie ein Stift zustande kommt zum Thema Arbeitsteilung. Also wer dieses YouTube-Video gerade mal raussuchen kann, da wäre ich sehr dankbar, da kann das gerne hier oben mal anpinnen. Das ist ein richtig geiles altes Video, das das Thema Arbeitsteilung nochmal für Laien klar macht. Gerne weiter in der Reihenfolge. Ich empfehle auch das Video Fabian, gib mir die Welt plus 5%. Das ist gerade für jene, die komplett neu anfangen, auch wenn es ein paar inhaltliche Fehler hat, aber auf jeden Fall eine super Einleitung, um sich überhaupt erstmal der arbeitsteiligen Wirtschaft und der Funktion des Geldes quasi gedanklich zu nähern. Und dann kommt alles eins am anderen. So, danke für den Tipp, Marco. Ich glaube, bei mir ist es so eingestellt, dass ich das als Nachrichtenanfrage sehe. Aber ich schaue auf jeden Fall, dass ich das ändern kann. Nächster wäre Frogo. Ja, schönen Dank, dass ich noch mal ein paar Gedanken hier mitteilen kann. Ich teile die Auffassung von S.E., dass das mit dem Kommunismus und dem Sozialismus tatsächlich eine Utopie ist, weil dieses Menschenbild, dieses gewünschte Menschenbild von der Perfektion, also quasi von der perfekten Welt, wo
alle Menschen ohne Sorgen, ohne Geldsorgen, ohne finanzielle Sorgen leben könnten, vielleicht gegeben wäre. Das sehe ich schon ähnlich, weil dieses Menschenbild eben durch die Charakterlichkeit oder durch die Charakterschwächen des Menschen gar nicht in der Lage ist, ausgefüllt zu werden. Das andere Extrem oder was man dann als Krankheit auch bezeichnen kann, ist dann dieser sogenannte Raubtierkapitalismus, der sich ja nun zu einer Krankheit entwickelt hat. Also ich glaube, wenn man sich heute die Milliardenkonzerne ansieht und diejenigen, die eine Gier haben, die unglaublich nicht mehr zu beschreiben ist, und dass unter dieser Gier also auch Millionen von Menschen zu leiden haben, dass mit diesem Raubtierkapitalismus, der in Wirklichkeit meiner Meinung nach die Macht hat, nicht die Politik hat die Macht, sondern das Geld hat die Macht, und diejenigen, die wirklich die Macht haben, das heißt, das sind diese Multibillionäre, die wirklich die Fäden ziehen mit dem, was hier wirklich passiert auf der Erde, und die wirklich auch die Geschicke, die die Erde hier erlebt oder die Länder oder auch Kontinente erleben, zum größten Teil auch bestimmen, dass dieser Raubtierkapitalismus die Bedürfnisse einiger weniger befriedigen und durch die Manipulation der Massenmedien so gelenkt wird, dass wir aufgrund dieser Manipulation oftmals gar nicht mehr hinter die Kulissen gucken. Das ist für mich ganz, ganz deutlich geworden in den letzten, sag ich mal, 30, 40 Jahren, wo ich das gesehen habe und leider auch sehr bedauere. Allerdings ist es Fakt, da kann man sich leider irgendwie auch nicht rausreden. Und die Mächte, die da an der Macht sind, die wirklich an der Macht sind, die alle anderen, ich rede jetzt mal nur von Deutschland, als Marionettenpolitiker erscheinen lassen, die wirklich irgendwie nur untergeordnet irgendwelche Aufgaben erfüllen, da haben wir, glaube ich, keine Macht mehr drüber. Ich glaube schon fest, dass der Spruch da irgendwo gilt, wenn Wahlen wirklich was verändern könnten, dann wären sie verboten. Zumindest in unserer jetzigen Zeit oder von dem, was ich bis jetzt so mitbekommen habe, was an Wahlen gelaufen ist, was an Entscheidungen danach gefallen ist, dass die Politiker immer mehr oder beziehungsweise schon immer gewesen sind, den Eindruck von Berufslügnern machen, aber trotzdem irgendwie durch eine deutsche Krankheit immer wieder neu gewählt werden und immer wieder die gleichen, was für mich auch ein Absurdum ist, was ich nie verstehen werde. Und deswegen kann ich nur hoffen und beten, dass jeder Mensch seinen klaren Menschenverstand einschaltet und wirklich immer von allen Seiten sich dann auch Informationen holt, damit er auf diese Manipulation nicht mehr reinfällt. Dankeschön erstmal. Vielen Dank. Kurz nochmal zur Einordnung wegen dieses Raubtierkapitalismus und der Gier. Also ich denke, ich weiß so ungefähr, was du meinst. Und bin da, glaube ich, auch in weiten Teilen bei dir. Aber nur dieses mit der Gier, da sagen ja viele, die den freien Markt verteidigen oder wie es hier auch so angeklungen ist, dass der Sozialismus ja immer den Menschen verändern will und ihn nicht in seinem Wesen versteht. Und da sagen dann die Verteidiger des freien Marktes, die Gier, das ist nun mal so, die Gier ist gut. Sie führt dann beim einzelnen Unternehmer zumindest dazu, dass er gewillt ist, geile Produkte billig herzustellen, die dann wieder Einzelnen dienen. Aber ich denke, du meinst natürlich eher so diese riesengroßen systematischen Fehlentwicklungen, die natürlich auch mit großen Firmen und Regierungen und der EU und all diesen Dingen zusammenhängen. Richtig. Und ganz kurz zur Anmerkung noch, da hat der Vorredner ganz kurz erwähnt, und das, ich habe mir das angeguckt, Fabian und das Geld, und das ist eine der besten Wirtschaftssendungen, was das Geld betrifft und die Entwicklung des Geldes, die ich jemals gesehen habe. Und wer das sich mal anschaut, der hat mehr Wissen, wirklich mehr Wissen über Wirtschaft als jeglicher Finanzminister, den wir bisher in der Regierung hatten. Es ist zwar wirklich schwer zu verstehen, was da abläuft, aber es ist für jeden Laien, der auch keine Wirtschaft studiert hat, so klar und deutlich erklärt, dass danach wirklich, also wenn man danach sieht, was die ganzen Wirtschaftsminister oder die Leute, die sich Wirtschaftsminister schimpfen, abgesehen von unserem Hühnerzüchter Habeck, der erkennt dann wirklich, was dann wirklich in den letzten 40, 50 Jahren los gewesen ist, zumindest in Deutschland. Dann bitte Dankeschön. Ich das auch nochmal zu posten, dieses tolle Video, damit wir uns das auch mal anschauen können. Ja. Das geht zwar etwas länger, aber es lohnt sich. Ja, es lohnt sich wirklich. Ich suche mir den Link raus. Oder jemand anders hier oben im genau. Space oder im Chat. Ne? Also wir nehmen jetzt noch eine Anfrage rein. Den The Bitcoin-Sacher kannst du noch reinnehmen. Und dann würde ich mal keinen neuen Sprecher mehr reinnehmen. Und jeder, der jetzt noch dringend was sagen will, der oben ist, dann bitte die Hand heben und dann sonst dann runtergehen.
Und weil wir uns dann so ganz langsam zumindest mal 3 Stunden nähern und wir dann da mal einen Cut machen. Also alle dürfen jetzt noch in Ruhe sprechen. Bitte bleibt auch noch da und hört zu. Es kommt bestimmt noch was Interessantes hier von den Leuten. Nur das schon mal so als Ankündigung. So, ich glaube, S.E. hatte gerade was ganz Dringendes zu sagen, wie es aussah. Deswegen würde ich ihn gerade kurz dran nehmen. Ja, dafür danke ich vielmals. Ich würde nämlich gerne auf das eben Gesagte eingehen. Raubtierkapitalismus erstmal, so wie Antoine das sagt, ist vollkommen richtig. Der Egoismus ist ein Teil des Menschen, der ist auch ganz wichtig. Wir wären nicht zum Mond geflogen, wir hätten das Auto nicht erfunden, wenn nicht irgendwelche Egoisten dahinter stünden, die jede Menge Geld machen wollen. Und das ist überhaupt nichts Verkehrtes, weil es der ganzen Gesellschaft hilft. Ja? Wenn Henry Ford nicht hätte reich werden wollen, dann hätte er die Fließbandarbeit nicht erfunden, Ford wäre nicht ans Fließband gekommen. Henry Ford wäre nicht so reich gewesen, darauf hätte sich dann der Sozialist einprügeln können, aber es hätte halt der Gesellschaft nichts geholfen, weil das Auto nicht für jeden erschwinglich gewesen wäre. Also diese Art, das was als Raubtierkapitalismus bezeichnet wird, ist gut. Der nächste Punkt des Raubtierkapitalismus, wenn wir jetzt über, was weiß ich, Pharma-Lobbyisten im Sinne von Mr. Gates sprechen, dann ist das kein Raubtierkapitalismus, sondern das ist Kooperatismus und da gibt es einen Unterschied. Ja, Kapitalismus bedeutet der freie Austausch zwischen 2 Parteien, meinetwegen auch zwischen mehreren Parteien, aber ohne einen dritten nicht am Handel beteiligte Person. Die dritte nicht am Handel beteiligte Person ist zum Beispiel der das Monetäre vorgibt, also das Geldmittel, oder der Steuern verlangt. Das ist die eingreifende Person, die im Kapitalismus nicht vorkommt. Der Kooperatismus ist aber die Fusion von großen Konzernen mit dem Staat. Das ist eine logische Folge vom Staat, denn wie wird Wahlkampf gemacht? Wahlkampf wird über sehr, sehr viel Geld gemacht. Wie bekommt man sehr, sehr viel Geld? Man besorgt sich Leute, die sehr, sehr viel Geld haben und macht den Versprechungen. Und diese Versprechungen erfüllt man dann, wenn man gewählt ist. Und das ist das Ergebnis Kooperatismus. Daher kommt übrigens auch Massentierhaltung und Co., erkläre ich irgendwann ein andermal, heute wird es nicht mehr passen. Aber bitte nicht Kapitalismus und diesen Fake-Begriff Raubtierkapitalismus mit dem verwechseln, was Kooperatismus ist. Dann nochmal, nehmen wir an, es gäbe diesen Raubtierkapitalismus, wo Bill Gates irgendwie Einflussnehmer ist, indem er Politikern Geld gibt, ja, dann sage ich dir, streich den Politiker aus der Liste, denn der Politiker ist der Zwang auf dich ausüben kann. Windows kann wollen, dass ich Windows benutze. Wenn ich aber Windows nicht benutzen will, benutze ich Windows nicht. Windows hat keine Polizei, Windows hat keine Armee. Ja, Windows ist ein Hersteller, der sich am Markt einen Wettbewerb begibt oder auch einen Impfhersteller oder sonstige Hersteller sind immer am Markt. Der Einzige, der Zwang auf dich ausüben kann, ist der Staat. Immer. Es ist immer nur der Staat. Und genau deshalb bemächtigen sich Konzerne ja dem Staat, um diesen Zwang auszuüben. Mittlerweile ist es so, der Kanzler stellt die Minister und wenn der Kanzler sagt, wir marschieren jetzt nach rechts für Konzern X, dann marschieren wir nach rechts für Konzern X. Das heißt, in Deutschland braucht ein Konzern exakt eine Person bestechen, damit 83 Millionen Menschen folgen. Das ist die Geisteskrankheit am Staat. Das muss man einfach verstehen. Und wenn man das verinnerlicht hat, weiß man, was das Krankheitsgeschwür im System ist. Es ist nämlich der Herrscher. Es ist nicht der den Herrscher besticht. Denn der Herrscher ist für den Marktteilnehmer ein Teil am Markt, den er nutzen kann, um sein Produkt unter die Leute zu bringen. Den Markt, wenn du den Markt ausrottest, hat der Herrscher das Monopol über alles, ist auch scheiße. Also lass lieber die Marktteilnehmer unter sich ausmachen, wer dann der Führende unter diesen ist. Und dann kommen wir nochmal zu, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der mich furchtbar ankotzt, wenn Wahlen etwas verändern würden, dann wären sie verboten. Das ist Unsinn. Das ist Unsinn, das kann ich dir auch beweisen. Donald Trump, viel geändert. Viktor Orban, hält das Land sauber. Meloni war jetzt ein Schuss ins Klo, aber Polen, Bulgarien, es gibt unzählige Länder, die es so viel besser machen als wir. Ron DeSantis, Florida, gewählt. Guckt nach Texas. Guckt Texas im Vergleich zu Florida. Die haben richtig gewählt. Also Wahlen können etwas bewirken. Deshalb nicht in Verdruss enden, sondern wählt einfach das Richtige, wählt das Freiheitliche. Und selbst wenn es dann nicht bringt, dann seid ihr bei plus minus null. Es kostet euch aber kein Geld. Sorry, das war allerdings nur auf Deutschland bezogen, S.E. Nicht auf die anderen Länder. Du hast schon recht, es gibt einige Länder, die es besser machen und anders machen, will ich gar nicht abstreiten. Das war auf Deutschland bezogen. Punkt ist ja der, theoretisch könnte es die AfD besser machen. Theoretisch könnte es die Markus-Krall-Partei besser machen. Ich setze mein Vertrauen mittlerweile mehr auf Letzteres. Aber
gebt den Parteien eine Chance. Und wenn sie verkacken, ja, dann bleibt es halt gleich beschissen. Dann bleibt es gleich beschissen. Aber eine Negativspirale nach der AfD, eine Negativspirale nach der Markus-Krall-Partei ist gar nicht mehr denkbar. Gibt ja, es das nicht. Wissen wir noch nicht genau. Aber wie gesagt, 40 Jahre ist es eben gescheitert. Bin ich fest der Meinung, dass 40 Jahre es eben nicht geklappt hat. Ja, das liegt daran, dass die Boomer immer falsch gewählt haben, ja. Oder Deutschland insgesamt. Ich meine, wer nach 2015 nochmal mehr gewählt, der muss ja geisteskrank sein. Das ist die Mentalität der Deutschen. Das tut mir auch leid für alle Deutschen, aber wenn wir ehrlich sind, die Deutschen sind einfach zu dämlich zum Wählen. Die sind noch nicht bereit für die Demokratie, aber die Demokratie ist insgesamt dämlich. So, dann bin ich durch und bedanke mich dafür, dass ich so Zeit genommen habe. Vielleicht nennen wir den nächsten Space, ist Deutschland geisteskrank? So, nächster bitte in der Reihenfolge. Nächster ist Manuel. Ja, hallo, danke nochmal und danke auch nochmal für diesen Space. Ich würde gerne meine Ausführung von vorhin noch weiterführen, was die psychologischen Grundlagen für diese Geisteskrankheit Sozialismus angeht, ohne dass ich jetzt Anspruch auf Vollständigkeit habe natürlich. Also der eine Aspekt aus unserer evolutionären Vergangenheit ist dieser Charakterzug des Fürsorglichen. Natürlich, eine Mutter ist natürlich das Sinnbild dafür. Und das kann in zwei verschiedene Arten, fehlgeleitet gehen in unserer heutigen Welt. Und das ist zum einen die überbordende, die ausrufende Mutter. Das ist natürlich der Wokismus, also steht da stellvertretend für, ja, also wo man eine richtige Intuition hat, also eben sich um hilfsbedürftige, schutzbedürftige Personen sich zu kümmern. Ja, wir kommen ja alle natürlich in der Welt so hinein und sind auf die Hilfe von anderen angewiesen. Insofern ist es völlig nachvollziehbar, woher das kommt. Und aber das hat halt dann, kann dann eben pathologische Formen annehmen, wie eben beim Wokismus. Die andere Art, wie das schieflaufen kann, ist schlicht und einfach, weil die wirtschaftliche Grundlage der Fürsorge einfach nicht wahrgenommen wird von jemand der Fürsorge. Das ist im Prinzip ohne Beschränkung ist die Bereitschaft für Hilfsbedürftige zu sorgen, sich um sie zu kümmern. Und das kann halt tatsächlich sein, dass die wirtschaftliche Grundlage einfach deswegen erodiert wird und dann kann man sich natürlich um gar keinen mehr kümmern. So, und die andere psychologische Grundlage für Sozialismus, das ist natürlich, muss man sich bewusst machen, dass der Mensch ja nicht unbedingt ein Engel ist und durchaus, ich sag mal, dunkle Züge an sich hat, auch in seiner Vergangenheit. Ja, das heißt, ich denke, wenn man jetzt Neid und Missgunst als Charakterzüge betrachtet, dann haben die durchaus einen adaptiven, können die adaptiv sein für den Einzelnen, der diese Charakterzüge auslebt, wenn er nämlich die Reichen oder die Wohlhabenden oder die Obermacke in der Sippe eben ein Messer in den Rücken rammt, dann ist es für ihn von Vorteil, auch wenn insgesamt vielleicht die Sippe deswegen ärmer wird. Ja, und da würde ich sagen, dass dieses Slogan Eat the Rich oder Antifa oder generell, wenn es um das Thema Entmenschlichung vielleicht in der Vergangenheit bei den Sowjets, die Kulaks zum Beispiel sind da ein Opfer von gewesen. Da geht es wirklich darum, eben derjenige, der mehr als einer als selber hat, wirklich den auszurotten, selbst wenn man selber nichts davon hat. Na, also da geht es nicht um Gleichmacherei oder vielleicht nur insofern, dass alle gleichermaßen arm gemacht werden. Ja, das ist eben eine andere psychologische Grundlage für den Sozialismus. So, Dankeschön. Dann Carsten, bitte. Oh, jetzt musste ich erstmal den Topf vom Herd nehmen. Danke, dass ich sprechen kann. Da ist jetzt viel gesagt worden. Wo fange ich an? Also wir leben ja tatsächlich in einer durchweg krank gemachten Gesellschaft. Dazu kann ich nur empfehlen den Hans-Joachim Marz, der hat dazu für etliche Bücher geschrieben. Und wir brauchen uns nicht wundern, dass die Leute einen Hang zu Sozialismus entwickeln, wenn sie über Generationen in immer frühere Fremdbetreuung geraten und die Leute entmündigt werden. Ja, zusätzlich haben wir eine Gesellschaft in, ich sage immer, einer strukturellen Verantwortungslosigkeit. Ich kann mich an ganzheitliche Berufsbilder erinnern, noch in den 80er Jahren,
die sukzessive zerhackstückelt wurden. Und wir haben jetzt den Zustand, dass ja jeder eigentlich nur noch seine Verantwortung abgibt, zusieht, dass sein Schreibtisch sauber ist, irgendwelche Aufgaben delegiert an irgendwelche Experten oder Vorgesetzten und im Endeffekt dadurch alles immer kaputter wird. Und ja, ich kann empfehlen, habe ich unten rangehangen, von Aaron Rousseau eine Dokumentation, Freedom to Fascism. Dann ist nichts anderes, wo wir seit 1913 leben, in absolutem Faschismus, und das ist im Geldsystem beruht, begründet, was die Allgemeinheit ausbeutet. Und da bin ich ganz bei Bernd Senf, den habe ich auch schon unten hingehangen. Bernd Senf ist ein Volkswirt, Volksökonom, hat viele Vorträge gehalten. Tatsächlich in einer Welt, in der wir ein vernünftiges, ein natürliches Geldsystem hätten, was wir durchaus schon mal hatten, kann der Kapitalist seinem Hobby frönen, ohne der Allgemeinheit zu schaden. Der Bernd Senf hat da auch genannt die Brakteatenzeit. Da ging es über mehrere Jahrhunderte so, dass die Zeit des fließenden Geldes hieß es. Und die sorgte letztendlich erst dafür, dass die ganzen Handwerkszünfte etc. entstanden sind. Das ist dann irgendwann entfremdet worden. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass der Mensch im Wesen schlecht ist, sondern vielmehr, dass er dazu gemacht wird. Und was hatten wir noch vorhin? Ach ja, das ist auch ein schlimmes Ding in unserer Gesellschaft, dass diejenigen, die Zeit dazu haben, sich mit Themen zu befassen, das sind meistens Hartz-IVer, Rentner etc., nicht ernst genommen werden von denen, die hier noch in Lohn und Brot sind und mit ihren Steuern tatsächlich diesen ganzen Saustall am Leben erhalten. Und wir haben 2014 schon ausgerechnet, lag die Abgabenlast bei über 80%, Richtung 90%. Und das war, wie gesagt, lange vor Corona. Ja, so viel dazu erstmal. Ach ja, nee, halt, Demokratie. Du kannst das, was hier unsere Demokratie genannt wird, absolut nicht vergleichen mit dem, was im Ausland läuft. Wir haben hier echt einen speziellen Fall. Tatsächlich wird bei uns mit unserem Wahlschein wird der Status eines jeden für 24 Stunden angehoben auf den Status eines Menschen, der dann verfällt. Das ist ein komplexes Thema, nicht kompliziert. Die meisten kriegen Scheuklappen davor. Wie gesagt, das, was wir hier haben, ist keine Demokratie. Es ist nur eine Simulation. Und ja, viel Spaß noch. Danke. Ja, und weil es natürlich stimmt, dass viele Leistungsträger überhaupt keine Zeit dafür haben, ja, stundenlang zu posten und Videos zu machen und Menschen aufzuklären, habe ich zumindest einen Teil der Leistung, die ich erbringe, dieser Sache gewidmet. Und das mache ich schon viele Jahre. Und wer einen Teil seines sauer verdienten Geldes in der Leistungsgesellschaft abgeben möchte, um mich darin zu unterstützen, der kann das tun. Und zwar, indem er zum Beispiel bei Instagram ein Abo abschließt und mir dort folgt. Oder indem er meine YouTube-Videos schaut, dort ein Abo abschließt oder eine Mitgliedschaft oder einfach dem Link in meinem Profil folgt und schaut, wie er mich irgendwie unterstützen kann. Ich arbeite seit 10 Jahren oder mehr nur im Sinne der Freiheit und des Austausches und des Brückenbaus. Und dieser Space soll möglichst groß werden, damit möglichst viele Menschen über ganz viele verschiedene Themen diskutieren können, auch nicht politische Themen. Auch zum Beispiel, was hier angeklungen ist beim Carsten, Thema Gesundheit, Ganzheitlichkeit und solche Sachen. Da möchte ich gerne einen Raum bieten, dass Menschen gesittet miteinander sprechen können, sodass wir alle davon profitieren können. Und das würde mich sehr freuen. Wer da Lust hat, gerne mal auf den Link klicken. Vielen Dank. Und jetzt geht's weiter in der Runde. Darf ich kurz noch erwähnen, wie gesagt, mir geht es hauptsächlich darum, dass wir dieses Abschalten der Feindbilder irgendwie hinkriegen, ja, dass der hier noch Steuern zahlt, nicht ständig mit dem Finger auf den Hartz-IVer zeigt, ja, darum geht es mir hauptsächlich. Und ja, ich bin auch schon seit 25 Jahren unterwegs und ich habe auch einen PayPal-Link. Dankeschön. Ja, und dazu gehört auch, dass alle hier mal Werbung machen dürfen, dass jeder hier für sich spricht, dass ihr den Leuten folgen könnt, die euch gefallen. Und dass wir hier möglichst offen sind und auch niemanden ausschließen, solange die Regeln befolgt, dass man gesittet miteinander spricht, was wir hier heute auch alle gemacht haben. Vielen Dank dafür. Nächster in der Reihenfolge wäre Gordon. Ja, hallo allerseits.
Also zunächst mal wollte ich sagen, einige Sachen, da was gesagt wurde im Vorfeld, da kann ich mich wirklich gar nicht wiederfinden mit Simulationen und so ein paar anderen Themen. Aber es ist schon relevant und von meiner Seite aus wichtig, dass man, was in den Medien eben zu viel stattfindet, das über Gespräche und so immer wieder einbringt, dass viele dieser Floskeln und Stichworte und dieses sogenannte Framing eben oft gar nicht zutreffen. Ne? Wenn wir in Deutschland immer wieder alleine über die freie Marktwirtschaft reden, wir haben in Deutschland eine soziale Marktwirtschaft, ein ungehemmt agierendes marktwirtschaftliches System, wo lediglich Marktkräfte zu irgendwelchen Ergebnissen führen, haben wir in Deutschland einfach gar nicht. Ja, wenn wir hier in Deutschland, ich habe mal eine Zeit in China gelebt, da ist die Abgabenlast deutlich geringer gewesen als in Deutschland. Da haben mir Chinesen lächelnd gesagt, in Deutschland ist Sozialismus und nicht in China, ja. Und es sind einige Sachen so verdreht und so weitgehend auf die Spitze getrieben, dieses ewige Kapitalismus, das sagt ja jemand zu Recht, allein auch immer diese Form, dass man dort sagt, das ist so eine generelle Übertreibung, das bedeutet ja erstmal nur, dass jeder Privatbesitz haben kann, dass jeder mit seinem Privatbesitz auch Produktionsmittel haben kann und dass man dann auch der die Produktionsmittel hat, darüber auch Gewinn machen kann. Ich meine, das hat ein Schmied vor 2.000-3.000 Jahren so gemacht, das hat der Bauer früher so gemacht. Das ist eigentlich eine ganz natürliche Form des Wirtschaftens, dass jeder das, was er erwirtschaftet, auch erstmal behält oder dann selber darüber verfügt. Und das dann, wo dann sofort anfängt, ja, da gibt es Kumulation, ja schon, aber es gibt ja auch einen gewissen Ausgleich über normalerweise schon über die Gesellschaft, ja, also so, es gibt gar keine normalerweise unbegrenzten Kumulationen. Und diese Sachen, wo es jetzt so extreme Kumulationen gibt, das ist eben dann Bankensystem, Wertschöpfung in den letzten 30 Jahren, Entschuldigung, nicht Wertschöpfung, sondern Finanzmittelschöpfung aus dem Nichts durch die Zentralbanken, noch viel schlimmer als durch dieses Fiat Money, ja, diese ganzen Geschichten. Dort gibt es viel, viel stärkere Kumulationen, die daraus folgen, nämlich durch den Investitionsdruck geht zu dem möglichst fancy Unternehmen so viel Kapital hin, dass es seine ganzen Konkurrenten, die letzten 100 Jahre wirtschaftlich erfolgreich gewirtschaftet haben, theoretisch aufkaufen kann, ja, siehe Tesla oder so. Dadurch werden extreme Verwerfungen hervorgerufen und lustigerweise sind es in Deutschland gerade die linken Parteien, die diese unbegrenzte Schuldenmacherei und Schöpfung von Geld, die zu diesen Sachen eigentlich erst führt hauptsächlich, die das beklatschen. Das ist wirklich in Teilen so irre und die Diskussionen zu diesen Aspekten sind in Teilen in den öffentlich-rechtlichen Medien, sofern ich da jetzt die letzten Jahre noch reingeguckt habe, so lächerlich und auf so einem schlimmen Niveau, dass es unter dem Niveau, wie wir als Schüler diskutiert haben, und kann ich mich wirklich nur mit Grausen abwenden. Aber man muss auf der anderen Seite eben auch sagen, und dann komme ich endlich zum Punkt, dass ich auch schon sehe, dass einige dieser Dynamiken, die sich daraus dann ergeben, ja, da wird dann am Rand auch geguckt, wo gibt es dann hier Korrelationen, ne? Ihr wisst ja, Korrelationen sind nicht gleich Kausalitäten, dann werden aber aus diesen Korrelationen Kausalitäten herbeigedichtet, dann werden irgendwelche Theorien aufgestellt und jeder, der dann eine Theorie hat, hält sich dadurch wieder auch für ein bisschen klüger als die anderen und propagiert die und das hängt damit auch dann immer so ein bisschen zusammen, dass man darüber dann auch Selbstbestätigung gewinnt, wo man früher aus anderen vielleicht sozialen Zusammenhängen oder so Selbstbestätigung gewonnen hat. Ich glaube tatsächlich, dass da auch etwas entgleist, also dass es fast keine Meinung mehr gibt, die nicht irgendwo im Internet zu finden gibt und das nicht wie früher mal, wenn einer mit seiner sehr verqueren Meinung in die Kneipe gegangen ist, dann die anderen gesagt haben, komm Paul, jetzt reg dich mal ab, ist ja schon wieder gut und den ein bisschen eingehegt haben. Nein, da finden sich dann die 100 Leute, die so denken, auch zusammen und gründen wieder neu eine Bewegung. Also da sehe ich eben leider auch Probleme. Aber wir sind wirklich in einem Land, was von den
sagen wir mal, von der Verwirklichung stärker an einem sozialistischen System theoretisch wäre, was zumindest die Gleichmacherei zwischen unterschiedlichen Bürgern mit unterschiedlichen Einkünften und so hat, als es teilweise in sozialistischen Systemen der Fall war. Und das ausgerechnet in unserem System, auch vor allen Dingen mit unseren Sozialabgaben und so geschrien wird, wir wären ein herzloser, kalter Raubtierkapitalismusstaat und so. Also das ist alles an Absurdität wirklich nicht mehr zu überbieten. Und ja, ich hoffe wirklich, dass da auch die Leute ein kleines bisschen dass diese Gedanken, die mal zum Nachdenken dann anregen, weiter verbreiten, ja, dass wir vielleicht doch nochmal eine bürgerliche Bewegung bekommen. Und wir sehen das ja auch in Zustimmungszahlen, die solche Gedanken wirklich ablehnt, dass es immer extremer wird und immer wahnsinniger wird. Und jetzt redet man davon, hier die Leute dann dazu enteignen mit ihrem Wohnraum und so. Ich weiß nicht, wo das noch hinführen soll. Ist doch ein bisschen zu lange geworden. Allerbesten Dank, schönen Abend noch. Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt noch zwei Anfragen und den Carsten, der ja schon gesprochen hat. Ich würde jetzt den WWW Totalitär und den SE nochmal hochnehmen und den Carsten auch nochmal sprechen lassen. Dann in der richtigen Reihenfolge, die Sarah vorgibt, würde euch aber bitten, unter einer Minute zu bleiben. Sonst wird das hier heute zu lang. Und ja, ein Satz noch. Also ich habe ja dieses freiheitliche Denken, das ist bei mir schon, ja, 15 Jahre, glaube ich, also mega lange schon. Und ich merke das schon sehr deutlich, also jetzt allein dieser Space hier, ne, da hat ja fast kein einziger unfreiheitliche Gedanken geäußert. Also es ist schon eine deutliche Gegenbewegung zu bemerken und das finde ich auf jeden Fall sehr toll. So, jetzt bitte die Reihenfolge nochmal, Sarah, und dann bitte diejenigen, die schon gesprochen haben oder die neu drin sind jetzt hier, bitte nur eine Minute, weil wir dann auch langsam zum Ende kommen müssen. Genau, also jetzt wäre Norbert dran. Okay, dann überspringen wir den. Dann käme jetzt Krautex. Hi, nochmal ganz kurz. Es ist jetzt zum Teil, wurde öfters angesprochen, das Thema Psychologie oder ja, die Psyche oder auch das Thema Erziehung. Also was ich immer so ein bisschen noch im Hinterkopf habe, ist, ja, dass es historisch eigentlich schon immer so war, dass es immer nur eine kleine Gruppe von Menschen war, die also, oder auch ein Herrscher, die irgendwie eine Gesellschaft oder eine Gesellschaftsform irgendwie ausgebeutet hat. Dann gab es immer noch eine etwas größere, aber auch immer noch kleine Gruppe von der Gesellschaft, die das irgendwie realisiert hat, ja, und versucht hat, dagegen irgendwie anzukämpfen. Aber die Mehrheit der Bevölkerung, die ist einfach mitgelaufen und irgendwie mitgetrottet. Und ich habe so das Gefühl, das klingt jetzt sehr pessimistisch, dass sich daran irgendwie auch nichts ändert. Und für mich liegen diese Gründe auch einfach in der Erziehung. Und ich glaube, wenn wir uns da aus diesem Teufelskreis befreien müssen, dann müssen wir einfach den Kindern auch beibringen, wie man eben freiheitlich lebt und auch Verantwortung für sich selbst und sein Leben übernimmt. Und hier liegt für mich das große Problem. Ich glaube, die Mehrheit hat es nicht gelernt und ist deswegen auch so unheimlich anfällig für irgendwelche Ideologien, die über Medien und so weiter propagiert werden und fallen da einfach drauf rein. Und denen ist es, glaube ich, gar nicht bewusst, wo sie da hinterher trotten und was das für sie bedeutet. Ich glaube, das trifft hier für niemanden zu, der überhaupt in diesem Space ist, weil das sind ja alles Leute, die sich auseinandersetzen. Aber ich fürchte, die Mehrheit macht es nicht und hat auch überhaupt keine Ahnung von all diesen Punkten, die hier angesprochen wurden, von Leuten, die einfach auch ja, sich informieren und auch hinter den Vorhang mal schauen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Dankeschön. Deshalb ist es ja gut, dass dieser Space auch auf YouTube kommt und dort könnt ihr ihn auch nachträglich teilen mit Menschen, die da einfach mal reinschnuppern wollen in dieses Thema. Vielen Dank dafür. Kritischer Blick ist dran. Ja, hallo, ich versuche mich kurz zu halten. Für mich ist nur das Problem, also alles, was hier erzählt wird, ist wahr, aber für mich ist es wie beim Arzt. Du kannst bei mir, ich hoffe es nicht, bei einer Person Krebs identifizieren und das Ding trotzdem falsch behandeln, weil Krebs ist nicht gleich Krebs. Es gibt verschiedene Krebsarten. Und das ist für mich dasselbe. Die Leute verstehen den heutigen Sozialismus gar nicht. Also ihr müsst es wirklich euch informieren, weil wir bekämpfen das Falsche. Also das ist
Sozialismus heute das Wokism. Also Wokism, ihr kennt alle Sozialismus, ne? Wokism übernimmt hier die zentrale Rolle des marxistischen Themas und ersetzt einfach wirtschaftlichen Status durch Rasse, Geschlecht und sexuelle Orientierung oder andere Merkmale als dieses Schlüssel zur Abgrenzung zwischen unterdrückten und unterdrückenden Klasse. Also das kennt ihr alle. Das darf man nicht betrachten. Weil, noch ein Beispiel, also während der traditionelle Marxismus den Fokus auf den Konflikt zwischen Kapitalisten und dem Proletariat liegt, spricht der Wokist stattdessen, als Beispiel jetzt, weiße Vorherrschaft gegenüber Menschen anderer Hautfarbe, von Patriarchat gegenüber Frauen, von Heterosexualität gegenüber der LGBT-Community und so weiter. Die Betonung ist hier die Gruppenidentität anstelle des Individualismus. Das ist Marxismus. Und wie ich schon sagte, Krebs, ja, aber herausfinden, welcher Krebs. Und das ist kein stinknormaler Sozialismus. Sonst wird man das nie bekämpfen und nie lösen können, weil das ist kein normaler Krebs. So, ich habe es hoffentlich unter einer Minute. Du hättest sogar länger sprechen können jetzt, aber egal, okay? Ja, egal, reicht ja. Sarah, wer ist dran? Jetzt kommt The Bitcoin. Ja, vielen Dank, dass ich auch nochmal dran komme. Und nochmal vielen Dank, dass wir auch nochmal sagen dürfen, wo wir denn live sind, wenn wir unser Gedankengut abgeben. Das habe ich dann auch nochmal kommentiert. Zu dem Thema Kapitalismus habe ich noch eine Ergänzung. Die wurde vorhin angesprochen und auch das Thema Raubtierkapitalismus erwähnt. Und ich kann natürlich nur aus meiner Definition sprechen, aber es gibt Kapitalismus und das ist die reine Form von einem freien Markt ohne staatlichen Eingriff. Also ein Kapitalismus ist immer die Abwesenheit eines staatlichen Eingriffes aus meiner Sicht, denn nur dann kann der Markt frei funktionieren. Das ist wie beim Aluschweißen. Wenn ich irgendwo rumbrezel, weil ich einen staatlichen Eingriff mache, dann mache ich auf einer anderen Seite wieder ein neues Problem auf, wo ich wieder anfangen muss rumzubrezeln. Und als Staat, wenn ich in den Markt eingreife, tue ich das meistens über Subvention, Umverteilung oder über Kreditgeld, das ich erschaffe und verteile. Und da kommen wir zu dem Thema, wie entstehen denn Multimilliardäre wie Elon Musk oder auch viele weitere. Das passiert eben nur dann, wenn es Wettbewerbsvorteile gibt, sich Kreditgeld auf effektivem und einfachem Weg zu leihen. Und das geht nur, wenn es eine Zentralbank gibt, also ein staatliches Konstrukt. Gibt also überhaupt gar kein Bild, was wir bewerten können, in dem es echten Kapitalismus gab. Das wollte ich einmal zu dem Punkt so sagen. Und zum Thema Simulation glaube ich das richtig verstanden zu haben, denn ich glaube, es ging da um das Thema Simulation der Demokratie, der Gewaltenteilung vielleicht eher. Denn die Gewaltenteilung in Deutschland, ich würde sie jetzt vielleicht nicht als Simulation bezeichnen, aber sie ist ja doch in vielen Punkten eher mehr Schein als Sein. Denn wenn man die Pyramide mal zu Ende schaut, dann sind da doch eher zentralere Entscheidungsorgane. Wenn man sich Texas mal als Beispiel nimmt, werden Sheriffs und Staatsanwälte gewählt. Das ist ja alles in Deutschland, werden die ernannt und nicht gewählt. So, also man könnte sich schon überlegen, ob nicht das irgendwo eine Simulation, ob man es so ausdrücken will oder nicht. Wollte ich da einfach nochmal zu ergänzen. Und du hattest eben, Antoine, noch gesagt, dass es ja eine Bewegung gibt, die erkennst du aus diesem Space, weil hier freiheitliche Gedanken genannt werden. Ich sehe das ganz genauso wie du, muss aber anmerken, dass viele vielleicht sich auch gar nicht mehr in Deutschland aufhalten und freiheitliche Menschen gar nicht mehr das Interesse haben, in Deutschland sich aufzuhalten oder zurückzukommen. Ich zum Beispiel lebe auch nicht mehr in Deutschland. Und diese Bewegung, die du ansprichst, die wäre jetzt für mich und Deutschland eher irrelevant, weil ich auch davon ausgehe, dass diese Bewegung, die in Gang gesetzt ist, nicht den Sozialismus abschaffen wird, sondern es wird der Sozialismus nicht mehr klassenlos sein, wie er jetzt ist. Wir werden einfach umkippen, das Ganze, und werden eine definierte Arbeiterklasse als Kollektiv haben beim nächsten Mal. Und das ist trotzdem noch Sozialismus. Es ist nur einfach eine andere Art davon. Es wird kein Individualismus. Das wird in Deutschland höchstwahrscheinlich nicht funktionieren, meiner Meinung nach. Es wird also einfach nur ein anderer Sozialismus werden. Und damit bin ich eigentlich auch schon zu Ende. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und für die tollen Weise. Und wer streamt uns?
Hast du irgendwie gesagt, dass uns jemand streamt? Nein, Sascha SE Blöcke hatte vorhin erzählt, dass wir ja auch gerne zusammen streamen und dann meintest du, ich soll mal den Link reinschieben. Das habe ich mir ist übrigens nicht mehr gelungen, den nach oben zu holen, aus technischen Gründen. Ne? Okay. Alles gut. Dann käme jetzt Carsten dran. Ja, danke, dass ich nochmal darf. Mit Simulation meine ich letztendlich auch bloß eine Täuschung, denn man braucht sich bloß fragen, wer ist gemeint, wenn es heißt unsere Demokratie, unser Rechtsstaat etc. pp. Also wer ist mit uns gemeint? Und wenn ich mir anschaue, dass 100% der Kfz-Steuer direkt nach Washington DC überwiesen werden und sämtliche Unterhaltungsmaßnahmen für Autobahnen auf IWF-Kredit finanziert werden, sprich wir immer fester an dieses IWF-System angekettet werden. Die schwarze Null eines Wolfgang Schäuble ist ein schwarzes Loch. Und wie gesagt, wenn wir so die Grundlagen entzogen bekommen, seit über 100 Jahren schon, dann darf man sich doch nicht wundern, wie krank unsere Gesellschaft ist. Uns spucken Bilder im Kopf herum, die so falsch sind. Alles, was wir zum Thema Staat denken etc., ist komplett verkehrt und seinem Ursprung unter Umständen komplett entfremdet. Denn wir haben global ein vollkommen lebensverachtendes Rechtssystem und tatsächlich werden wir seit über 100 Jahren daran gehindert, ein Gegenmodell dazu, ein biophiles, ein lebensbejahendes Rechtssystem umzusetzen. Es klingt jetzt kompliziert und für manche verschreckend, weil viele halten halt an ihren alten Weltbildern fest. Das alles ist in unseren Rechtsdokumenten, in den Bundesarchiven nachzulesen. Wie gesagt, wir haben viel zu lange versäumt, uns um unsere eigenen Rechte zu kümmern. Das ist das Problem. 1990 hätte dieser ganze Mist schon beendet werden müssen, ist aber dank Regierung Kohl verlängert worden. Und wir leben tatsächlich in Versailles 2.0. Mag keiner hören, ist aber ein Fakt. Das war es jetzt erstmal. Dann käme jetzt noch Totalitär. Ja, guten Abend zusammen. Ich würde das ganze Problem nicht so sehr als Sozialismus ansehen, sondern als Etatismus, also der Staatswahn, den die Deutschen von klein auf andressiert bekommen. Also ich habe mein ganzes Leben lang immer gehört, jedes Mal, wenn ich irgendwas kritisiert habe, dann hieß es immer, ja, wir sind doch alle der Staat. Ja, halt's Maul, wir sind alle der Staat, du musst machen, was wir dir sagen. Ja, und das ist eben natürlich, sind wir nicht der Staat. Wir sind, wenn wir Glück haben, sind wir nur Untertanen und nicht Leibeigene. Aber 50% Steuer plus Mehrwertsteuer, kann man das weder als Sozialismus noch als Kapitalismus ansehen. Es ist einfach nur Kommandowirtschaft von staatlicher Seite. Ja, vielen Dank. Ich muss sagen, es ist bei eigentlich jedem Space bisher so gewesen, dass ich ein sehr hohes intellektuelles Niveau wahrnehme bei vielen und ich auch mein Kopf auch teilweise raucht, wenn ich zuhöre, weil ich ja auch nicht zwischendrin mal abschalten kann, wie jetzt andere Zuhörer, sondern wirklich konzentriert zuhören muss, weil ich den Space ja auch hoste. Und das habe ich jetzt 3 Stunden gemacht und sehr viel an Wissen dazu gewonnen. Ich hoffe, dass es den Zuhörern ähnlich ging. Deshalb möchte ich den Sprechern ganz herzlich danken, an allen, die heute hier gesprochen haben. Vielen Dank, liebe Sarah. Und wenn ihr wieder mal einen tollen Space haben wollt, könnt ihr selber abstimmen. Also jeden Sonntag wird abgestimmt und ihr dürft sogar selbst Vorschläge einreichen. Irgendwann in der Woche könnt ihr einfach unter dem Hashtag 2121 der Talk einen Themenvorschlag launchen. Vielen Dank. Wie immer möchte ich am Schluss sagen, dass alles, was ihr tut, etwas ändert. Ja, ich bin da nicht so fatalistisch, sondern ich glaube daran, dass egal jeder, der hier im Space ist, alles, was ihr heute den ganzen Tag gemacht habt und alles, was ihr morgen tun werdet, das macht einen Unterschied. Es ist nicht egal, wo ihr einkauft, es ist nicht egal, was ihr hört, was ihr anklickt, was ihr postet, was ihr sagt, wie ihr eurem Nachbarn winkt, wie schnell ihr Auto fahrt, ob ihr eurem Hund das Futter A oder B kauft, ob ihr sagt, ich schaue jetzt mal mir das im Fernsehen an oder jetzt lasse ich das Handy mal beiseite und male mal ein Bild. Alles, was ihr tut, macht einen Unterschied. In diesem Sinne wünsche ich euch Frieden, Freiheit, Fortschritt und von Herzen ein
langes Leben. Vielen Dank und tschüss.